Mama, sind wir live? Ich weiß es nicht, Bub. Bei mir wird noch gehostet. Ja, bei mir ist schon. Also bei mir läuft schon. Ich warte bloß noch. Sagen wir gehen dann los, wenn die Benachrichtigung raus ist. Nein, der ist noch nicht. Hallo Data, grüß dich. Ah, Matthias ist schon da, servus. Servus. Ach, Benachrichtigung ist raus. Ja, stimmt bei mir jetzt auch. Ach, die von For You Stream wieder, ey, furchtbar. Schrecklich. So. Was ist jetzt los? Komm nicht in uns. Wen muss ich hier kicken von euch? Warum höre ich jetzt einen Peter? Ich glaube, weil ihr gerne einen Team habt mit Sound. Nicht wahr, Flo? Bei mir war alles gut. Ich hab keinen Sound an. Können wir jetzt loslegen? Schaut nochmal jeder, dass es seinen Sound aus hat von Twitch, dass es hier nicht reinkommt. Bei mir ist es aus. Sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt den Trailer an. Okay. Hallo so. Erstmal. Hallo. Hallo Data. Hallo Thomas. Hallo Dennis. Hallo Florian. Hallo Thomas, hallo Dennis, hallo Paul, hallo Matthias. Hallo PS5, die Zukunft des Gamings, Livestream. War das wirklich die Zukunft? Darüber streiten wir jetzt dann in einer Stunde 15 lang. Ganz einfach. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach jetzt gemeinsam mal an, was das Event so bieten hatte. Ich weiß ja nicht, wer von euch das schon alles gesehen hat und wer nicht. Ich wurde gezwungen. Reicht das als Antwort? Du wurdest gezwungen. Ich wurde gezwungen. Oh weh. Von seiner bösen Community. Ich wurde von meiner bösen Community gezwungen. Und ich habe es freiwillig gemacht. Und mir hat mir erst ungefähr nach dem Dreiviertel des Events vorüber war gesagt, ey, ich höre nichts vom Stream. Nicht wahr, Data? nachdem ich ja einen Tonausschlag hatte und mir nicht sagte, yo, hier, man hört nichts, wa? Ist auch der Re-Upload für YouTube voll am Arsch gewesen. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Dennis, hast du noch irgendwas Schönes zu sagen? Ich bin so hyped, ich werde so viel Trash-Talk machen. Ja, komm, ich will auch über die Spiele. Ich will auch mit den Leuten über die Spiele reden. Nein, Data war nicht mit Absicht. Paul macht da nichts draus. Bei mir haben sie es auch nicht gesagt, dass der Spielesound fast nicht hörbar ist. Ja. Immer wenn ich es umstelle, ja, das ist gut. Grund gucke ich immer mit meinem Handy noch. Ja. Komm, wir starten jetzt einfach mal rein in den Quatsch hier. Und ihr müsst dann sagen, ob zu laut oder zu leise. Ja, auch der Stream muss das sagen. Auch der Stream muss das sagen. Verdammte Scheiße. Oh ja. Ich kann hier nichts lauter machen. Das Dreieck. Welcher ist euer Lieblingsknopf der auf der PlayStation? Kreis. Denn er ist in sich geschlossen. Das X. Ah, der Ausschalt. Okay, dann bin ich das Dreieck, dann haben wir es ja geklärt. Dennis ist das Viereck. Nein, ich bin der Ausschalt. Nur weil deine PlayStation 4 kaputt gegangen ist. Sie ist nicht kaputt. Sie leidet nur an Alter. Ja. So. Ich hab gerade, ich denke die ganze Zeit, ich habe da eine Störung drin, das gehört zu dem Video. Ja, 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 ja. So. Jetzt kicken wir uns das nochmal an. Sonny! You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like to hang with them, though. Thank you.
We were destined for something great. Hi, Burger. Hi. Hi. Jetzt direkt mal Pause. Ja. Was willst du uns jetzt sagen, was wir in den... Ich möchte nichts sagen. Letzten... Ich kann jetzt hier mal kurz unsere Eindrücke rausballern. Jetzt schon nach... Ja, Alter. Nach 2 Minuten 13. Ja, zum Kotzen, ja, die Zukunft ist scheiße. Hi, Pitti, hi, Noctis. Du musst ja bedenken, dass sie jetzt gezeigt haben, dass ein Ende einer Ära an. Ja, der PS4. Ja. Ja, also... Beginnt dann im Winter. Dazu hast du Winter. Nichts zu sagen. Was würde ich dazu sagen, außer dass ich jetzt gesehen habe, was die letzten 26 Jahre auf der PlayStation so lief? Auf der PS4 meinst du in den letzten 26 Jahren? Nein, seit 1994. Stand doch da dran. Ja, aber die haben natürlich Spiele von der PS4 gezeigt. Ja, von mir aus. Hi Noctis, hi Manu. Ah, ich merke schon. Der Flo, der Paul, der passt wieder nicht richtig drauf. Warum, was soll ich da sehen? God of War habe ich nie gespielt, heißt es... Dann geht mir jetzt eher peripher. Ich will wissen, was jetzt um die PS5 geht. Was davor war, interessiert mich nicht. Das heißt PS5 Event. Oh ja, geil. Ich kann euch so triggern, weil ich der Herr des Videos bin. Paul, ich glaube, wir geben Dennis nicht mehr die Macht über den Mausklick. Nee, aber anders war es nicht zu machen. Oh Gott, ich bin unter Gott sei Dank. Or the, I don't know, that thing, the magic. Wow! GTA 5! Unglaublich! Ja, es ist das neue Skyrim. Es wird auf jede nächstgelegene Konsole portiert. Da warte ich drauf. Ich warte auf die Skyrim-Ankündigung. Ja. Du hast aber nicht vergessen, dass GTA 5 halt immer noch mit ihrem Online-Modus so viel Geld macht. Ja, aber er ist scheiße. We should talk. Na, immerhin ist der free. Muss man schon lassen, dass sie den nicht nochmal verkaufen. Dennis, ich glaube, das Video ein bisschen runterdrehen vom Sound, oder? Das meine ich auch schon sehr laut, ne? Ja. Weil es gab die Tage mal irgendwie von Rockstar so eine Ankündigung auf Twitter, dass sie zum 6. Teil was machen wollen. Ich weiß aber nicht, ob das echt war oder nur Fake. Rockstar ist, was bezüglich Werbung angeht, echt zurückhaltend. Ja, ja. Die bringen halt dann erst was, wenn sie was haben, ne? Ja. Was ja auch Sinn macht. Aber GTA ist schon ein Spiel. Ja, aber nicht online. Oh, mir macht schon Spaß. Nee, mir hat's keinen Spaß. Und nicht wieder auf einer neuen Generation. Ja, trotzdem. Ich hab's auf der PS3, auf der PS4, auf der Xbox One, auf der Xbox 360 und auf dem PC gespielt. Jetzt kommt eine Stelle, die ich nicht ganz verstanden habe damals im Stream. Damals vor, also Donnerstagabend. Erklärt gleich uns der Mann von Sony, glaube ich. Ah, du bekommst GTA auf online kostenlos, wenn du die PS5 jetzt bestellst. Sorry, will doch kein Mensch mehr haben. Wer ihn da noch nicht durchgespielt hat, bei Generation PlayStation 5. Das ist jetzt auch die dritte Generation jetzt, wo das Spiel rauskommt. Alter, guten Morgen. Schaut wieder so classy PS4-mäßig aus. Das zieht sich schon geil. Das hat sich schon die ganze PK durchgezogen. Ja, ja, immer dieses Andeuten. Ja. Die Leute müssen auch daran erinnert werden, was das für eine Konferenz ist. War das Nintendo? Mein Gott, ich hab... Nein, es war Sega, die Dreamcast 2. Mein Gott. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for years now. And we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5. But today's the day that we've been looking forward to for years. When we get to show you just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound and feel. Enough from me. We're gonna have the games do our talking. Spiele! Ich find's irritierend, dass ich hier nur Flo sehe.
Ich bin gegen das System. Ja, was willst du noch sehen? Mit Thomas hätte ich nichts erwartet. Ich bin aber auch gegen das System. Der For You Livestream, jetzt endlich mit Thomas Facecam. Revealed. Dann kommen sie alle. Exklusiv. Dann kommen sie alle. Dann sehen wir dich und gehen wieder. Ja. Ja, das denke ich auch bald. Okay. Let's do this. Ich freue mich drauf. Der Arme hier. Ich freue mich auf dieses Spiel, auch wenn es genau dasselbe ist wie 2 Jahre zuvor. Ja, aber für mich gehen kauft und eine Kontrolle legen. Miles Morales ist kleiner als Peter Parker. Wie kann er großartiger sein? Er kann sich unsichtbar machen. Wow. Sollen wir kurz Pause machen, drüber reden oder einfach durchlaufen lassen? Ich weiß ja nicht. Also ich freue mich auf das Spiel, auch wenn es wahrscheinlich laut Berichten genau dasselbe ist, wie wir jetzt vor 2 Jahren hatten, aber das reicht mir. Mir hat das Spider-Man-Spiel so viel Spaß gemacht. Sagen wir es mal so, wenn es ein Vollpreis wird, ist es der absolute Beschiss. Kommt drauf an, wie groß der Umfang ist, was sie wirklich ändern. Also weil ich vertraue jetzt keinem Bericht, der... Ja, aber ich vertraue jetzt keinem Bericht, der jetzt ein halbes Jahr vorher sagt, ja, so wird das Spiel, so, wenn ich doch keine richtigen Sachen aus dem Spiel sehe, vertraue ich dem da nicht. Ja, wenn sie daraus ist, dann lohnen. Na gut, Sony hat sich ja schon entschuldigt, dass es falsch rüberkam. Echt? Okay. Ja. Das hat es nicht informiert. Also ich weiß nicht, ob ich glaube, von gestern war das. Das habe ich nach jetzt nicht. Ich habe keinen Nachtdienstfloch. Vielleicht habe ich mir das noch eingebildet. Vielleicht war ich auch so in meinem Bahn. Noctis ist mein Mann. Gran Turismo 7 freue ich mich auch drauf. Das sieht so gut aus. Ich soll ja zurück zu den Anfängen gehen. So Gran Turismo 4 freue ich vom Spielverhalten. Ja, aber es sieht der auch. Der 7. Teil geht zurück zu den Anfängen. Zum 4. Teil. Ja. Ja, da wurden sie halt groß. Die Teile davor kannst du nicht mit. Nee, das kennt doch keiner mehr. Der 3. Teil war noch ganz okay. Aber der war halt lächerlich verbuggt. Und der 4. Teil, der war echt. Der war so, auch, der, so viele Stunden. Der war auch gut schwer, der 4. Teil. Ich habe den jetzt nicht großartig gespielt, aber der war echt. Boah. Ich seh gerade so ein bisschen bei den anwesenden Zuschauern, dass Spider-Man nicht gerade so beliebt. Obwohl ich das Spiel an sich eigentlich ziemlich geil fand. Deswegen freue ich mich ja drauf. Ein gutes Spiel. Ja, so ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Selbst es war endlich mal wie ein Open-World-Spiel nach Jahren, was mir Spaß gemacht hat, ja. Vielleicht weil das Rumschwingen was ganz Neues war. So seit Spider-Man 2 war wieder so ein richtig gutes. Ja, das zweite war das letzte Spider-Man-Game, fand ich wohl richtig gut war. Genau. Jetzt lassen wir über den Mann reden, der unter anderem beim Nissan GT-R das Interface gemacht hat vor über 12 Jahren. Vom Bordcomputer. Der hat echt einen fiesen Akzent mit bei seinem Englisch, ne? Der Mann. Ich weiß. Dieser Trailer ist so wunderschön. Oh, ich fand es schön, dass wir gerade gleichzeitig angefangen haben. Ja, hallo. Hier. Dennis, spring mal kurz zurück. Spring mal kurz zurück zu der Tunnelszene. Also wo der bis da aufgeht seitlich. Da, stopp. Ha! Hi, Andi. Hi. Da. Schau mal, wie schön das ausschaut. Das Ding ist nur dafür da, um zu zeigen, hey, guck mal, wie geil unser Raytracing ist. Hallo, Andi. Juhu. Das wird ja eh das große Feature. Ja, bei beiden Konsolen. Guck mal, wie geil das halt einfach ausschaut. Stell dir echt mal vor, du fährst in einem nächsten GTA an einem Gebäude vorbei und da spiegelt sich dein Auto drin. Wenn ich ein spiegelndes Auto haben will, fahre ich in der Realität an einem Glashaus vorbei. Ja, aber... Ja.
Flo, boah, das ist ja geiler als in der Realität. Flo fährt jeden Tag seine Arbeit. Geiler Nissan Micra, Digga. Oh, ja. Das ist kein Game, das ist die Realität. Doch, eigentlich ist es Game. Da hinten ist Legolas als Kameramann. What? Gran Turismo is back. Schaut einfach schick aus. Ich muss jetzt aber sagen, das ist eins der ganz wenigen Spiele jetzt, wo vorgestellt werden, wo ich sage, ja, das sieht man die Next Gen bei den anderen Spielen nicht ja, viel. Gut, ist der Anfang der Konsolengeneration. Ja gut, ich sag mal so, Autospiele generell eignen sich immer gut für Next Gen Sachen. Ja gut, die werden ja immer gern als Vorzeige. Ja, weil du kannst ja technisch da viel machen oder optisch. Ja, und Andi sagt es auch. Ja, schauen wir mal, was also, noch auf den E3 und Gamescom PKs kommt. Aber es klingt auch sehr gut. Das kommt aber vom Dennis, der streamt gerade live von der Rennstrecke. Ja. Deswegen ist es so schlecht von der Verbindung her. Aha. Nee, man muss natürlich dazu sagen, das sieht jetzt natürlich hier so schlecht aus, das Spiel war A, ist die Videoqualität. Ja, wollte ich eh was sagen dazu. Die Videoqualität ist nicht so gut und dann halt nochmal der Discord-Stream hier. Hm. Ich sehe ja die Originalqualität. Ja, ich eben. Ich sehe es jetzt. Ich mach danach dann Pause und sag ja. Was dazu. Also gut, Paul, du hast ja recht. Hier, Ding. Dass das nur ein Trailer ist, aber sieht schon gut aus. Ich sehe es ja so, die Animationen sind schon sehr saftig und saftiges Wort habe ich von Simon. Saftig. Der sagt doch auch immer, das ist so saftig. Ja, ja, Arbeitskollege von uns. Oh nee, da habe ich auch noch das Wort saftig. Ja, ja. Ansonsten, gut, der Hintergrund sieht halt noch nicht so yeah. saftig aus. Gut, es kam jetzt aber noch nicht, wann das kommt, ne, das Spiel. Nee. Generell ist ja immer das Problem bei Rennspielen, also vor allem so Motorsportsachen, wie jetzt auch Forza Motorsport oder so. Wenn du einfach mal die Umgebung anschaust, das ist nur dafür gedacht, dass es bei 200 km/h gut ausschaut. Nicht, wenn du mit Schrittgeschwindigkeit daneben fährst. Das ist das Problem. Das hast du aber in jeder Konsolengeneration so. Sobald du anhältst, ist es einfach nur Pixelmatsche. Es hat immer schöner werdende Pixelmatsche, aber es ist Pixelmatsche. Sag ich jetzt mal. Sieht echt gut aus und ich bin echt gespannt, was da dann tatsächlich am Ende rauskommt. Weil wenn es wirklich so sein sollte, dass Gran Turismo 7 wieder Gran Turismo 4 ähnelt und es irgendwann mal ein Schnäppchen geben von einer PS4 mit ja. dem Spiel, werde ich es mir definitiv, denke ich, holen. Ja, kommt ja drauf an, was die. Kommt drauf an, was ja, die PS4 dann kostet. Aber das spreche ich mir dann nachher, wenn wir die Konsole nochmal sehen. Genau. Ich würde sagen, weiter geht's. Da hat noch jemand was zum Sagen. Nee, wirklich. Ne, okay. Eigentlich nicht. Sehr schön. Auch im Chat gerade nichts, finde ich. Nichts, was wir nicht schon gesagt haben, irgendwie. Gut. God of War Horror. Das sind. Aber wenn die auf PS4 rauskommen, braucht er keine PS5. Ja. Hat er recht. Wenn nichts Signifikantes dabei ist. Naja. Das war eins der Spiele, die mir gut gefallen haben. Ja, das so. So mal gemütlich im Stream zocken oder so für sich selber. Weil ich jetzt mit Ratchet und Clank bis auf das Gladiator-Spiel nichts am Hut habe. Letztens hast du den Film angeguckt. Das war einen guten Teil verpasst. Ja, mein, ich war halt ein sehr spätes PlayStation-Kind. Ja, die Spielerin hat mir eigentlich gut gefallen. Ich muss sagen, da, was ich da sehe, gefällt mir. Ja, es schaut gut aus. Halt sehr kinderfreundlich.
finde die Idee ganz cool, wenn es so ist jetzt wie hier im Trailer. Das ist natürlich immer die Sache. Ja, wenn es wirklich so ist. Einziger Vorteil ist einfach die kurze Ladezeit jetzt bei der Next Gen. Dass sowas halt wirklich realisieren kannst. Sagst, okay, ich habe hier das als mein Ladebildschirm und 30 Sekunden später bin ich in einer anderen Welt. Diese Sequenz gerade, die hätte, das hätte ich auch als Mobile Game ab. Echt? Mit diesem Sliden hin und her rutschen. Nee. Das ist als Mobile Game, ich glaube, das könnte mich für ein paar Stunden, so wie damals das Sonic Rush. Es gab doch auch dieses Minions Game. Ja, genau. Ja. Aber es schaut, wie gesagt, ganz lustig aus. Ganz nett. Danke, Pete. Fürs Abo. Das wird aber noch nicht im Stream angezeigt, oder? Naja. Wo ist es hier? Ratchet. We are too late. Ratchet? Ratchet Line. Richter. In Unterhosen. Noctis, das mit der Abwärtskompatibilität, das haben sie schon ein bisschen reduziert. Ja, das PS4, oder? So mein Stand. PS4 ja, aber es wurde ja groß gesagt, alle. Ich hab mir das Interview extra nochmal angeschaut, es hieß alle. Da haben sie gesagt, ja, so alle wird es dann doch nicht geben. Alle Generationen, also. Ja, das ist, ja, vielleicht werden sie es nachträglich mal noch einbauen. Ich meine, das haben sie ja dann bei Xbox, weiß ich, haben sie es ja nachträglich noch eingebaut. Ja. Ja, oder also machen sie über PlayStation auch. Oder so. Ja, schauen wir halt mal. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever Markus look Schmidt. At Ratchet & Clank Rift Apart. A brand new, full-length, interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly. Or put ray trace reflections on Clank. Ach, sagt der Roboter, reflektiert alles. Life, wow. Plus, Ratchet's all-new arsenal is more exciting than ever. Ach, reflektieren ist ein großes Thema. Ja, ist so blöd, der Roboter blendet dich die ganze Zeit. Geil. Siehst nichts mehr schön. 4K Ultra HD Grafik. Jetzt kommt Gameplay, ne? Ja. Ja, sowas haben sie gezeigt. Okay. Dieses Ranziehen an diese Dimensionslöcher schaut so komisch aus. Aber ich find's ganz witzig. Ja, aber es ist so ungewohnt. Du erwartest ja, dass er sich ranzieht und nicht die Welt an ihn ran. Ist das sogar ungewohnt, wenn auf einmal Gegner vom Himmel fliegen. Naja. Ja, das schaut ganz spaßig aus, so vom Gameplay her. Ja, es ist nichts atemberaubend kompliziertes. Nee. Du, aber ein guter Einstiegstitel, finde ich. Gerade wenn das wirklich so mit dem Ladezeiten ist. Ja, und auch grafisch. Das ist möglich. Ja, und auch grafisch eben. Dass du in so einem Comics-Thema siehst, was möglich ist. Ja, es waren jetzt hier 4 Sekunden oder so. Wollen wir so woanders? Das geht. Ja, okay. Das ist das, was ich sehe. Was ist das, Dennis? Es ist schon wieder ein Spiel, was mich gar nicht antönt, weil es halt voll Hack. Ja, aber ich finde es jetzt für den Einstieg ja gar nicht so schlecht. Ja, weißt du, ich habe die Dark Souls-Krankheit. Ja, du. Du musst 5 Stunden lang um den Gegner rumbalancieren, dass was da passiert. Da wird aber noch was kommen, was dir gefällt, das weißt du ja, wenn du die Dark Souls-Krankheit hast. Ja. Ja, und ich bin am überlegen, ob ich dafür sogar die Cam anmache, nur für das Video. Ja, komm, das muss ich machen. Wenn du halt müssen wir den Thomas ausschalten, weil dann eskaliert er. Ich sag's euch. ich hab schon einen Herzinfarkt bekommen, als ja, der Trailer ist wunderschön. Streams, kommst du immer wieder auf dieses Thema. Ja, ich weiß. Oh, du hattest eine harte Nacht, apropos hart. Ey, so stimmt Washington nicht. Wisst ihr, was härter war als meine Nacht letztes Jahr?
Dark Souls. Ach, 10 Zuschauer, vielen lieben Dank. Angeblich nice. Für Doom kommen. Was? Bloodborne soll für Doom kommen. Ja, glaube ich erst, wenn es angekündigt wird. Flo, wann kommt eigentlich ein Neck 2 Let's Play? Der kommt. Wenn ich mal irgendwo richtig bin, ich kriege. Okay. Apropos Flo, wann geht's mal mit Outlast 2 weiter? Wenn ich irgendwann mal richtig bin, ich kriege. Wann geht's mal mit Outlast 2 weiter? Wenn ich mal irgendwann richtig bin, ich kriege. Ey, Dark Souls 3 hast du schon. Aber nicht durchgespielt. Ja, er hat gerade mal, warte mal. Ja, will es richtig billig besorgt kriegen. Gerade mal bei diesem blöden Baum. Das siehst du? Das ist später. Passt doch. Oh mein, jetzt kommt wieder Werbung. Ich glaube nicht, dass spielen. Dennis mal zerstört mich, wenn er das sieht. Ach, ja. Wir zerstören dich nie. Wir lachen nur mit dir. Da hat er schnell die richtigen Fragen. Wann geht's mit War weiter? Square Enix! Es wird aber War! Jetzt? Ach, Noctis. Komm, lass mich doch jetzt erstmal meinen Nachtdienst fertig machen, Leute. Boah. Das, bei dem Spiel bin ich auch sehr gespannt, was es sein will. Das hat eine richtig nice Optik. Ja, sieht halt ein bisschen aus wie das letzte Star Wars Spiel. Nur mit Magie irgendwie. Mich erinnert es eher an Final Fantasy 15. Ja gut, das ist Square Enix. Nee. Ja gut, doch. Nee. Aber da ist auch einer der Produzenten, glaube ich, dabei. Ja, das sieht halt aus wie aus Star Wars. Ja, ja gut, das läuft doch der gleiche Engine. Also wegen den Ästen müsste ich eher sagen, oh, Naruto. Wegen den Ästen, Naruto. Ja, da gab's doch auch dieses Baum-Chakra-Jutsu-Ding da. Ja, das war kein Chakra. Der Drache schaut so geil aus. Designed exklusiv für PlayStation 5. Kommt im halben Jahr später auch für die Xbox One Series X. Und PC. Ja, und für die Switch. Und für die Dreamcast 2, die vielleicht. Game Boy Color. Game Boy Color 2. Ah, jetzt noch in Bunder. Jetzt noch in Bunder, noch mehr Farben. Auf das Spiel freue ich mich, seit es vor 3 oder 4 Jahren angekündigt haben. Da gab es bloß eine kleine Tech-Demo zu dem Spiel irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Aber das ist doch, obwohl ich eine Katzenallergie habe, das fühle ich. Ja. Was? Hat mich nicht wirklich angesprochen. By the way, das ist alles Dennis' Wohnung, weil woanders kriegen die nicht so viele Katzen her. Alter. Ja. Ja. Das ist ein anderer, hey. Gleich fett beleidigend hier. Aber wisst ihr, was mich das erinnert? Love, Death and Robots, an die eine Folge mit den Robotern und den Katzen. Oder war das mit Katzen? Doch, war mit, glaub ich, mit der Katze. Und 3 Robotern. Ich muss klarstellen, dass ich nur 3 Katzen habe. Ja. Okay, 3. Pro Raum. Ja. Deswegen ist die Wohnung auch so riesig. Es gibt Gerüchte, dass in Dennis seiner Wohnung noch eine Zivilisation ist, die noch nie einen weisen Mann gesehen hat. Dennis, seine Familie ist die Vorlage für die verrückte Katzenlady aus Simpsons, ja. Dennis, kann ich mal deine Katzenarmbrust leihen? Ich brauch sie mal, für einen Freund. Schieß die Katzen. Alles andere wäre enttäuschend. Katzen. So. Stray! Ich freue mich so drauf. Das. Doch, das Spiel sah lustig aus. Sieht interessant. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen als Spiel. Data will die Armbrust, ich auch. Noctis auch, ich auch. Noctis kennt die Katzenarmbrust gar nicht. Wer braucht eine Armbrust? Stimmt, ich hab. Ah nein, die war doch bei Family Guy, die Katzenarmbrust, glaube ich. Ich hab die Miezenflack. Ich hab den Katzenschalldämpfer, so. Und Dennis hat die Katzen dazu. 4K Ultra HD Blu-ray. Wow, ich brauche einen 4K Fernseher, damit es sich lohnt. Da jetzt kommt hier Intel 7. Wow, das ist ja unglaublich. Raytracing. Aber es sieht schon geil aus, muss man sagen. Ich finde diese Controller cool. Wie gesagt, das ganze Design ist halt so Camino-like von Star Wars. Bin ich der Einzige, der beim Controller an irgendein Sexspielzeug denkt? Ja. Flo, warum denkst du immer an dein Satisfire Pro von Amorelie? Oder hast du den etwa bei ice.de bestellt?
Motion Sensor wird wieder für ein Spiel benötigt und dann nie wieder. Wie bei der PlayStation 3, dieses komische Drachenspiel. Oh, hör auf. Drachenspiel. Nein, es gab noch ein Spiel, wo der benutzt wurde. Was an sich ein richtig geiles Spiel war, bis auf die eine Szene, wo du den Pfeil mit dem scheiß Controller steuern musstest. Ach, was? Ach, du hattest nicht dieses... Ja, Heavenly Sword. Ja, genau. Ja. War an sich geil, bis auf diese Szenen mit diesem scheiß Controller. Hermann Hulst! Hermann Hulst! Ich nehme meinen Sohn auch Hermann Hulst Richter. Was habt ihr denn mit dem armen Hermann? Er heißt halt Hulst! Er steht mit PlayStation im Wald und schaut ein Reh an. Hulst! Wir haben immer noch 10 Zuschauer, also wir sind außer Pity. Pity wird zu viel. Ja, Manu reicht es jetzt. Ja. Ich sag nur. Ja, sag nur. Danke, Pity. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Manu. PlayStation Studios. Ist ja fast wie Microsoft Studios. Oh, ich finde das so bescheuert. Ich hab's gesagt. Nein, hast du nicht. Ich glaube, auf das Spiel, da weiß ich auch noch nicht, was ich davon erwarten soll. Ich muss sagen, als ich mir den Trailer zu dem Spiel angeguckt habe, habe ich mir gedacht, die Stimme kennst du irgendwoher. Ist das die Christy oder wie sie heißt aus Game of Thrones? Ich hab vermutet, dass es Sigourney Weaver ist. Nee, aber sie sieht doch hier ein bisschen aus wie diese Blonde aus Game of Thrones, die Ritterin. Ja, aber die Stimme irgendwie. Ja, gut. Das finde ich von der Idee her cool, dass du immer wieder bei diesem Absturz anfängst, wenn du stirbst. Ja. Also. Ich weiß bloß nicht, was soll. Also, kommt drauf an, wie sie es als Spiel machen. Ja. Ich weiß bloß nicht, was sein soll. Soll es ein Horrorspiel sein? Soll es ein Shooter sein? Soll es ein Survival-Horror-Shooter sein? Ich denke, eine Mischung aus beiden. Ja. Ja. Also, wenn es so cineastisch bleibt, wäre es halt geil. Dass so ganz wenig Menüs, so ein bisschen wie bei Dead Space: Lebensanzeige irgendwo am Körper. Mach's gut, Burger. Ja, also so wie ich das im Trailer sehe, würde ich sagen, dass da das Genre ständig mal wechselt. Stimmt. Hi, Wip. Hi, Wip. Hi, Wip. Stopp denn. Mass Effect und Andromeda. Das muss ich denken, wenn ich das Spiel sehe. Ihr macht alles kaputt, Dennis. Ja, guck mal an, hier. Ja, man weiß ja nicht, was sein soll. Düsteres Weltraum, Shooter, Rätsel, Kuselspiel. Überlebenskampf oder sowas. Die Haustür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Rätsel hier eingebaut sind. Es sieht halt zu sehr nach Film aus irgendwie. Ja. Haben sie jetzt zwei Augenfarben? So ein blaues und ein grünes Auge. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Returnal. Da gibt's auch diese. Das ist doch eine Krankheit, glaube ich, oder? Oder ein Gendefekt. Gendefekt ist das. Das nennt sich Husky. Ich glaube nicht, dass der Gendefekt Husky heißt. Aber Huskys haben das Problem. Oh, er hat einen Husky im Gesicht. Oh mein Gott, sprich nicht mit ihm. Er hat das Husky-Auge. Das Husky-Syndrom. Sumo Digital. Was haben die nochmal gehabt? Oh mein Gott, er wird immer nackt durch den Schnee rennen. Ach, das Ding. Hier, so null Berührungspunkte mit dem Genre. Ja, so null. Was ist das? Ja, das Sackboys halt. Ja, aber also so null Berührungspunkte und so null Interesse dran. Echt, der ist doch süß. Ich habe mit dem Genre oder mit dem. Du hast gerade fett die Rückkopplung mit deinem Mikrofon. Was? Ja. Hört man mich jetzt wieder besser? Ja. Gut. Also, ich habe, wie gesagt, mit dem Universum hier nichts am Hut. Von Little Big Planet. Ist noch nie ein Spiel gespielt, noch nie was angeschaut dazu. Oh, die Spiele habe ich schon gespielt. Ich finde es auch nicht schlecht, dass sie jetzt dieses Maskottchen von der Dreier nochmal zurückbringen.
das Genre ist jetzt nicht unbedingt meins für. Ich hätte jetzt lieber das alte Spielprinzip mit den neuen Möglichkeiten gehabt, aber ja, das ist gut, halt, wer weiß, was da noch drin steckt. Ja, das ist halt bloß so ein. Das ist ich habe eher das Gefühl, dass es so ein Jump'n'Run wird. Ja, das ist halt aus wie so ein Super Mario, nur für Kinder. Ja. War halt nie was anderes gewesen. Es hat aber mit Kumpel schon Spaß gemacht. Ja, ich glaube schon, dass es Spaß macht. Und danke, Shinki. Ich werde diese Woche auch wieder trainieren. Ich bin zwar fett, aber auch stark. Die Musik dazu, die ist halt schon sehr. Ja. Es ist halt so, wenn meine Tochter 6-7 ist, dann wird das Spiel vielleicht mal gekauft, ja. Oder was in die Richtung, aber ansonsten nicht. A Big Adventure. A Little Big Adventure wäre viel besser gewesen, würde voll gut passen. Ja, stimmt. Stimmt. Und schon wieder verkackt. Ja. Wie bei Cyberpunk 2077, oder sozusagen nichts mehr im Release-Datum, haben sie von Anfang an verkackt. Nachträglich nicht besser gemacht. Und bei dem Spiel weiß ich auch nicht, was für ein Schwachsinn soll das sein. Ey, ich fand das so gut, als ich das gesehen habe. Nee. Das passt voll zu mir. Verrückt. Ich zitiere hier gleich dran. Ich weiß nicht, was das Spiel mir sagen soll. Das wird so Battle Arena-Ding. Ja, aber warum haben die einen Autos und die anderen rennen weg und dann haben die anderen die Autos und die anderen rennen weg? Ich habe keine Ahnung, ich find's aber cool. Nee. Wird wahrscheinlich so Royal Rumble. Ja, so Battle Royale Arena. Hast du nicht wie gesehen. Wie dieses Rocket League bloß. Stimmt, Rocket League. Mir ist die ganze Zeit nicht eingefallen. Rocket League, die einen haben Autos, die anderen nicht. Also wie GTA, nur eine Arena. Wow. Und mit irgendwelchen crazy Dudes. Ja, ich weiß nicht. Sagen wir es mal so, ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht, aber es ist ja kein Spiel, für das ich Geld ausgebe. Das ist sowas wie bei Apex. Ich würde vielleicht zocken. Ich muss mich jetzt outen, das wäre eines der Spiele, wo ich logisch eine PS5 zulegen würde. Was? Wow. Ernsthaft? Was? Ja. Gran Turismo, Spider-Man. Später noch andere Spiele. Thomas, ich kaufe mir das Battle Royale-Ding. Thomas, ich kaufe mir das komische Battle Royale-Ding. Für alles andere kaufe ich mir keine Konsole für 500 Euro. Okay. Bei dem Spiel habe ich so die Angst, dass es so wird wie Apex. Das macht so 3 Wochen Spaß nach so, ja, alles gesehen. Weißt? So nichts mehr, wo ich sage, es motiviert mich jetzt weiter zu spielen. Das Spiel, das schreit quasi nach Lootboxen für Design. Ja, Destruction All-Stars. Ja. Was für All-Stars? Ich kenne davon keinen. Alles komische Cosplayer oder Wrestler? Wrestler. Wrestler sind schon. Ich verstehe Wrestling. Wie bitte? Wo ist der Unterschied zwischen Wrestler und Cosplayer? Anime-Figuren. Wow! And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and redemption. So please enjoy. Ah, da bin ich jetzt auch am Schauen, was das wird. Es sieht gut aus. Ja, gut, das ist. Viele von den Spielen sehen echt gut aus. Ja. Die Frage wird dann wirklich, wie werden sie als Spiel? Bei dem Spiel musste ich erstmal an Cameo denken. Ja, ich so ein bisschen bei den Viechern an die Krogs aus Zelda, so von dem Setting auch, wo sie hier unterwegs sind, dieses Kroghausen da. Ich muss da mal an früheren Drogenexzesse denken. Also den von letzter Nacht, oder? Ja, genau. Ich weiß, wie dieses Spiel heißt. Harten Gummibärchen. Das Spiel heißt Lilith und die 7 Wombat. Irgendwo habe ich die Liste noch vom Stream, wie sie wirklich heißt. Ich hab's nur aufgeschrieben. Was denn? Das Ding ist Kena Bridge of Spirits. Ja. Bridge of Spirits. Die schwarzen Dinger sind geil. Ja, die werden halt für Merchandise ausgeschlachtet. Genauso wie diese komischen Vogelfiecher bei Star Wars Episode 8. Zwar süß, sind aber total dämlich. Aber das Beste am Film. Ja. Vor allem, wo der eine sich fast selber mit dem Laserschwert killt. Oder den anderen fast killt. Ansonsten, das ist weiß das Minion-Prinzip. Ja, du schaffst irgendwas Süßes, leicht Nerviges und vermarktet es. Pikmin! Na gut, Pikmin wurde nicht. Da könnte auch gerne ein neuer Teil rauskommen. Das stimmt, aber das erinnert mich halt auch so dran. Oder die ersten 3 Teile nochmal schön für die Switch. Ah, nee.
Doch, ich habe keinen Teil davon gespielt und wenn ich jetzt kaufen möchte, sind die immer schweineteuer, du kriegst sie nicht. Matthias macht mir Angst, aber ansonsten alles gut. Was? Data, du machst mir Angst, ja. Oh Gott. Data, du hast einen ganz komischen Fetisch. Ich will zwar nichts sagen, aber geh mal zum Therapeuten. Matthias, wenn ich sie, wenn ich fertig mit ihnen bin, schicke ich sie dir gebraucht zu. Die sind ja weiß. Aber das sieht auch wieder aus wie so ein Kinderfilm. Das ist ja für eine jüngere Zielgruppe gedacht wahrscheinlich. Okay, was kommt dazu, mich spricht es aber schon ein bisschen an, je nachdem wie es als Spiel wird. Also ich verbinde so ein bisschen mit Cameo Elements of Power. Dann mache ich mit Gurkenclub, wenn sich das anspricht. Also das nächste Spiel, das ist wieder so ein Ding. Nein, spiel so Spiel auch mal gerne. Ich weiß nicht warum, das nächste Spiel ist wieder was mich total anspricht. Ich weiß nicht warum. Unabhängig davon, dass Dinosaurier sind. Nein, mich absolut nicht. Doch, das ist so genau mein Indie-Ding. Ich weiß nicht. Ah, guck mal, die Flagge, das spiegelt sich. Wow. Raytracing. Geil. Raytracing. Komm, Club. Ich weiß nicht. Das ist so ein Spiel. Ja, es ist gut gezeichnet. Ja. Das ist ein Spiel, das hast du in 4 Stunden durch. Es geht immer um dasselbe, dass einer nicht zufrieden ist mit dem Leben. Ja, aber bei solchen Spielen. Dinosaurier heißt es. Bei solchen Spielen hat man schon Angst, das spiele ich einmal und dann nie mehr. Ja, das ist das Problem. Sag mal, wenn es so ein 20 kostet, okay. Artenübergreifende Beziehungen. Das sehe ich in diesem Spiel. Oh, Flo. Ey, was? Ein Triceratops und ein T-Rex. Erklär mir das mal bitte. Du bist doch so ein halber Dino. Warum hat der Flugsaurier Federn? Ja. Gut, gab's auch, aber trotzdem. Ja, gut, ja, ich wollte sagen, kommt ja auch drauf an, was für ein Flugsaurier. Ja, aber es zerstört mein ganzes Jurassic Park Bild, ja. Ich muss sagen, beim Triceratops hab ich also gesagt, das ist ein Nachdruck. Ja, vor allem der Soundtrack, ich weiß nicht warum, aber bei so Musik, da bin ich echt dabei. Siehst du, Co-op? Ich hab's immer richtig ausgesprochen. Das heißt Co-op, sagst du, nicht Co-op. Oh, Co-op, siehst du, ich hab's immer richtig ausgesprochen. Nein! Ja, die Musik hat mich. Allein durch die Musik hat's mich. Ich weiß nicht warum. Da hat der Grafikpack, die kann sich ein bisschen austoben dürfen, oder? Bei den Zwischensequenzen. Ja, offensichtlich, ne? Haben wir noch einen Praktikant, der nichts zu tun hat? Nee, die haben sich gedacht, die wollen jetzt so lange im Homeoffice. Das immer wieder an. Der Praktikant hat. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Was vom nächsten Spiel? Ja. Ja, das macht mich so nicht an, weil es auch wieder so ein so eine Spielreihe ist, mit der ich halt nichts anfangen kann, außer in den PlayStation 1. Ich hab die Spielreihe schon gern gezockt, aber ich hätte da wirklich nochmal einen anderen Ableger, nicht unbedingt wieder ein Remake. Das ist ein Remake, okay. Echt? War das ein Remake? Ja, ich glaube, das ist wirklich auch nur Nacherzählung vom zweiten, oder? Nee, ich weiß bloß, dass es darum geht, dass er seine Stimme finden muss, mehr nicht. Ich glaube, das ist ein neuer. Ich weiß nicht. Bis auf eine PlayStation 1 Demo habe ich mit dem Spiel noch nie was zu tun gehabt damals. Ich hab das Remake vom ersten auf der Vierer. Aber ich hab den zweiten noch nie gespielt. Aber ich denke, das ist ein neuer Teil. Warte mal, muss ich jetzt gerade mal. Ja, guck mal. Das interessiert mich jetzt. Brauchst du den Titel nochmal, Flo? Oddworld Soulstorm. Genau. Ich habe hier gerade die Liste nochmal hingelegt. Ich habe mir am Donnerstag. Nein, das ist ein Remake. Echt? Ja. Okay. Ein Remake ist jetzt die Spiele. Und zwar vom zweiten Teil von Apes Exodus. Nur, sie erzählen sie ein bisschen anders. Also, es ist ein Remake vom zweiten Teil. Wollte ich gerade sagen. Okay. Es gab ja auch einen Shooter-Ableger, den haben sie jetzt nochmal hübscher rausgebracht. Shooter-Ableger? Ja, die Oddworld-Reihe ist nicht nur mit Ape, sondern die Oddworld ist halt. Da gibt's auch einen Shooter mit so einem Kopfgeldjäger. Ja, der ist ganz geil. Da redest du bestimmt von hier, ne? Genau. Oddworld, Dwarfs, irgendwas. Ja, der ist ja jetzt erst noch rausgekommen. Den fand ich echt gut. Für welche Plattform müssen da rein? Hab mich gefreut, dass sie es nochmal hübsch rausgebracht haben. Aber ich hätte da lieber noch eine Fortsetzung. Oder nochmal. Also, sie haben da so die Genres ein bisschen gewechselt in der Oddworld-Welt. Shinji Mikami! Yes. Was hat der Mann eigentlich noch so alles gemacht? Ach, der war es, stimmt. Also auf das Spiel freue ich mich. War das Spiel, wo sie den Trailer rausbrachte im Einkaufszentrum, wo auf einmal all die Leute verschwinden? Ja. Okay. Ja. Dann Vanquish hat er doch, glaube ich, gemacht. Ja, stimmt. Super aufgetreten Tudor.
Dino Crisis, wo ich ein Remake will, verdammt nochmal. Gingy, setz dich dran. Hat er nicht sogar Bayonetta mitgemacht? Gingy, Capcom müsste das sagen. Ja, aber ich weiß nicht, nachdem ich jetzt das Gameplay gesehen habe zu dem Spiel, weiß ich nicht mehr, ob genau das das Spiel ist, was ich haben wollte. Sah eher aus nach so einem Mystery-Thriller-Spiel und nicht so ein ich balle jetzt Geister mit meinen magischen Kräften weg Spiel. Ich finde das aber geil. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Also die Story ist bestimmt ganz cool, aber es ist mir zu actionlastig für die Art von Spiel irgendwie. Ja gut, The Evil Within war ja auch relativ actionlastig. Ja, jetzt für Resident Evil 4 ein anders. Ja. Ja, Slendermans, kopflose Mädchen. Das ist alles japanische Mythologie. Ja. Slendermans mit Hackbein. Wer kennt nicht diese japanische Mythologie? Ja. Ist halt so. Ja, nur wegen den Wesen würde es mich interessieren, aber ansonsten. Was mich irritiert, dass du Herzen rausreißen musst. Das irritiert mich. Ja, das mache ich in meiner Freizeit auch öfters. Ja, das ist ganz normal, Thomas. Wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat. Flo, das ist dein Büro. Ach so, stimmt. Wir brauchen wieder 3 freie Betten. So, Frau Müller, Meier und Petersen, kommen Sie mal her. Und dann steht im Bericht, sie sind gestressen gewesen. Deswegen muss das Herz. Flo, hast du gerade gesehen, da war gerade das Mädchen aus Little Nightmares. Sie war in Wirklichkeit ein Slendelmann. Ein Slendelmädchen. Slendelmann. Alter Schwede. Ja, aber ich hab so die Angst, dass es schnell oder langweilig wird. Wenn die Story nicht fetzt. Ja, mir ist weil es sieht halt sehr generisch aus. Ich mach dir immer Platz. Ich reiße in ihre Geisterherzen raus und gehe dann weiter. Ich habe Angst, dass es. Schauen wir mal. Viel zu viel ist vom Gleichen. Ja, muss man halt mal gucken, was dann wirklich mal in einem Gameplay-Video rauskommt. Da wird ja bestimmt noch was kommen bei so einem großen Titel, der seit 2 Jahren oder so angekündigt wird. Ja, glaube ich auch. Jetzt hast du halt viel zu viel Zusammengeschnittenes gesehen. Ich hätte lieber mal so 2-3 Minuten richtiges Gameplay. Ja, oder einfach mal was anderes, außer Zauber. Bei dem Ding weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mir wieder zu Indie-mäßig aus, so abgefahren. Vom Look her gefällt es mir eigentlich echt gut. Mir gar nicht. Das ist mir zu. Ich bin zwiegespalten bei dem. Ja. Schauen wir mal. Das Problem, dass du halt hier nicht wirklich großartig was siehst, ne? Gameplay. Wirklich meistens so. Das Einzige, was du gameplay-mäßig wirklich gesehen hast, ist halt Gran Turismo. Aber gut, ist ein Rennspiel. Was willst du? Und Ratchet & Clank. Ja, stimmt. Die haben ja richtigen Gameplay-Trailer gezeigt. Mhm. Die Story von dem Spiel wird hier bestimmt sehr gut. Oder cool, aber. Ich denke auch, der. Künstlerische Look wird geil, weil die Entwickler, also ich kenne jetzt nur dieses Below von denen, aber das war vom Look her auch schon ziemlich geil und ich habe jetzt gerade mal geguckt, Silent Age war auch so vom Look her gewesen, also ich denke, da wird es echt gut. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Story-Spiel sein. Ja, wenn du wirklich die Spiele, von denen ist da auch Hyper Light Drifter, wenn du das mal anguckst. Okay. Ja, man muss halt einfach mal mehr sehen zu den Spielen, weil es wirklich mal so 5 Minuten Gameplay oder sowas, dass du sagen kannst, okay, das ist es jetzt. Machen die dann auch hier dieses sogar echt? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, es sieht ja vom Look her wie Hyperlight Drifter aus. Und am Anfang steht da von den Machern von Dings. Wie hieß es? Chat-Farshore. Chat, die entfernte Küstenlinie. Yay! Weihnachten 2020. Oder Weihnachtszeit. Das sind bestimmt alles Starttitel. Super Brothers, ich dachte, die heißen Mario Brothers. Das ist Nintendo. Das sind nicht Super Brothers, das sind nicht Super Mario Brothers. Mario, Luigi, Mario. Ich bin unschuldig. Ja, das ist wieder so. Ja, das Spiel finde ich zu overhyped. Das ist wieder so ein Ding, yo, das kannst du allein spielen, bestimmt auch mit mehreren Leuten und weißt du, wenn halt schon so übertriebene Hip-Hop-Musik spielen, denke ich mir so, yo, da muss ich bestimmt 5 Euro zahlen, dass ich dann das coole Schwert kriege. Ja, wahrscheinlich haben sie die PK-Leute vom Borderlands reingesetzt. Ja, aber dann wäre es ja bestimmt gut. Ja, ja. Naja, aber mir gefällt es auch einfach nicht, mich spricht es einfach nicht an. Weiß ich nicht. Wie hat Trump gesagt in seiner Reaction dazu?
Was bringen einem Goldwaffen, Goldrüstungen? Das weiches Metall, das ist unnütz für einen Kampf. Das ist ein Dekoschmuck, mehr nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ein... Ich weiß nicht. Das ist so ein lauer Aufguss von Dark Souls. Ja, es sieht aus wie Dark Souls, ein bisschen actionreicher und... Ja, wir haben da einen von Borderlands rangesetzt, dass es cool wird. Wow. Es hat schon sehr viele Ähnlichkeiten zu Dark Souls, ja, aber so zum dritten Teil, auch vom Aufbau von der Map her. Ja, aber so richtig übertrieben. Ja, Bosskampf. Bin ich jetzt absolut nicht mit der Dark Souls Reihe, muss ich sagen. Optisch schon hier und da, aber Gameplay-mäßig. Es ist mir so ein Action. Oder Endgegner ist gerade so vorgesprungen, ist auch so ein... Ja, das ist halt... Flo, ich glaube, du startest mal deinen Souls 3 Stream. Heute, jetzt, danach, gleich. Ich rufe auf der Arbeit, dann kann heute nicht kommen nach den Story. Ich muss den ersten Boss in Dark Souls 3 legen. Es dauert bis... Den habe ich geschafft, den habe ich noch alleine geschafft. Den zweiten. Den ersten habe ich noch alleine geschafft. Weil auf das Spiel bin ich gespannt. Das sieht auch wieder so... Wenn du guckst... Bei Steam auf dem Sale, da gibt es teilweise das Spiel für 15 Euro mit allen DLC. Nein, Dennis. Er hat es ja schon für die Vierer. Ey, komm, ich spiel's mit dir zusammen durch auf. Nein, du wirst mich die ganze Zeit beleidigen. Nein. Doch. Ich bin ein guter Teammate. Ich aber nicht. Ich reg schon. Ich renne an allem vorbei. Ich komm mit meinem Charakter auf Max-Level. Allen Waffen. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Das ist so... Ach Flo, wie hieß das eine Spiel, was du gespielt hast mit dem Männchen und dem Fuchs da? Ah ja, Rhyme. Das sieht genauso aus, nur mit irgendeinem Alien. Für mich sieht es Hyper Light Drifter aus. Es ist ja auch von denselben Machern. Ja, ja. Ja, stimmt. Erinnert schon ein bisschen dran. So, Seite 1 rum. Solararsch. Da, wo die Sonne rausscheint, ich kann die Sonne Alter. Aufheben. Die arme Asche. Ach ja, da hat der Praktikant sich echt 3 Monate vorbereiten können, oder? Der Grafikpraktikant. Der hatte wahrscheinlich keine Zeit. Auf Hitman bin ich gespannt. Treffermann 3. Sehr schön. Ja. Apropos Hitman. Das muss ich jetzt mal kurz reinwerfen. Flo, wann spielst du es weiter? Es gibt aktuell auf GOG.com Hitman Absolution für umsonst. Dennis, falsche Plattform. MMOGA. Ja, das ist egal. Das ist ein gutes Spiel. Trotz. Das darf man ruhig mal erzählen, dass da gerade aktuell umsonst. Lass doch mal die Fremdwerbung zu, einfach. Wir kriegen kein Geld dafür. Gut, wir kriegen auch so kaum Geld. Wenn ihr lieber Hitman Absolution ausgeben wollt, dann geht lieber auf MMOGA, wo ihr es euch für 6 Euro kaufen könnt. Das geht. Oh Gott. Geht über zu Instant Gaming. Only sped up the process. Hitman ohne Schalldämpfer. Nicht glaubwürdig, das Spiel kann nur schlecht werden. Da bist du was. Ja. Nein, keine Ahnung. Das ist halt nur für den Trailer, ich weiß. Er ist Klavierseite ist schallgedämpft. Die hat so eine Satar um. Flo, die hat so eine Satar-Ummantlung dran, oder? Dass du es nicht hörst, das Quietschen. Und dass es sich nicht einschneidet, das tut ja weh. Noctis, es ging halt darum, dass wir irgendwo Partner werden konnten. Wenn es ein geiles Spiel wird, das wäre schon nice, aber da bin ich fast von überzeugt, dass das noch auf wäre. Das kommt für alle Plattformen, das haben sie ja schon gesagt. Also für Xbox, für PS5 und für PC. Und ist schon Switch. Bestätigt. Ja, auf Switch kommen, Switch. Die Alten raus. Würde ich auch feiern. Würde ich feiern. Ich fand die Alten echt gut. Ja, oder wie machst du die alte Nummer? Ja, das schaut jetzt ganz cool aus, was jetzt dann kommt. Ganz ehrlich, ging euch das Gequatschen hier auch auf den Sack?
ging das damals und sagt, dass jedes Mal jemand gequatscht hat. Ja, mein Gott. Die haben nochmal 50 Euro bekommen und haben sowas dazu sagen dürfen. 50? Die haben bestimmt mehr als 50 bekommen. Ja. Obwohl, Yoshida-san fand ich ganz, ganz nett. Oh, der war in der Drehkammer von PlayStation, habt ihr es gerade gesehen? Das war der Green Screen Room. Hat aber Praktikant nicht aufgepasst. Ja, nee, den haben sie extra für angeheuert. Die haben gesehen, oh, der hat es bei Hitman gemacht, der will einfach unsere Zwischensequenzen machen. Da hätte ich mich gefreut, wenn sie es immer festgezeigt hätten. Ah, ja. PlayStation. Ja, Dennis, komm. Drück mal den Button, bitte. Ich hab schon gedrückt, meine PlayStation 4 ist angegangen und hat sich nicht verwandelt in eine 5er. Betrug! Tschüss! Lügen! Lügen, Sony! Nein. Aber PlayStation Lügen Studios. Lügenpressekonferenz. Ja, aber PlayStation Studios denken mir so, yo, jetzt hat es Microsoft angefangen, jetzt müssen wir es auch machen. So, das Spiel, ja. Das war gut. Das war echt ein geiles VR-Game. Ja, hast du das, Flo? Uninteressant. Jo. Cool, muss ich da mal spielen. Wenn ich bei dir bin. Ich kann es auch einfach mitbringen. Du bringst es mal mit, genau. Mach mal einen VR-Livestream, wenn das hinhaut. Ja, ein paar gute VR-Games habe ich ja. Das Lustige ist ja, das Ding war ja mal auf der PlayStation 3 oder in der 4er war dieser Astrobot ja bloß ein Hintergrund-Ding, ne? Stimmt. Ja. Und jetzt bekommt er zwei Spiele. Toll. Offensichtlich verdient. Ja, da ist ein Maskottchen, ne? Ich warte schon auf. Sackboy ist das Maskottchen. Nee, das ist ja kein Sony-Maskottchen in dem Sinne, kein eigenes. Was ist das jetzt? Ah, hier, Little Zeit. Eine Grafik. Ja, das schaut ganz lustig aus, das Spiel. So von der Typ, der irgendwann auf dem Klo sitzt. Das ist so gut gemacht, der Trailer. Ich muss ja erstmal zweimal hingucken. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendwann, ich glaube, der Data war, sagt, meint, das ist wie Monster Hunter, nur niedlich. Das kommt halt so rüber, oder? Ja, kann man so verstehen. Ein bisschen. Ja. Sag mal so, wenn es einen guten Preis hat und eine hübsche, eine angenehme Story. Ich wette 100 Pro, das wird 60 Euro kosten. Ja, und ist dann in 3 Stunden durch, so gefühlt. Ja. Weil es schaut aus wie so eine Kinderserie. Es sind halt schon. Ja, es ist doch so. Hast du deinen Ex-General oder einen Typ, der in Rente gegangen ist, aber der junge Typ muss dann für den die Sachen machen. Ja, ja. Ja. Verpacken wir dann alles in Episoden und so. Ja, schau mal. Was ist er hier? Chilliges Leben? Ne. Und der. Und der baut erstmal. Die Ente. Alter Schwede. Schon sehr mutig. Na ja, ich bin schon jetzt fressen. Jetzt. Ich schmeiß mal die Bombe runter. Ich fand das so gut. Ich weiß nicht, also mich spricht schon an. Also ich denke schon, wenn das wird ein lustiges Game. Könnte ich mir vorstellen. Es kommt auf den Umfang drauf an, was es bietet. Ja, ich denke schon, das wird schon cool sein. Ja. Als Launch-Titel, sage ich mal, oder als eventuell PlayStation Exclusive Ding für am Anfang. Mm. Kannst schon 60er, 70er verlangen. Mm. Aber muss so eine gescheite Größe haben. Ja, hoffentlich. Ja. Mit einer hoffentlich schönen Story. Ja, das ist der unnötigste Trailer, aber gut. Vor allem nimm deine Zahnbürste aus dem Urbub. Du verdienst Millionen. Kauf dir Kopfhörer. Das ist doch eine Zahnbürste, die er hat, oder? Ich hab nicht hingeguckt. Oh, Bürstenkopf. Ja, in seinem linken Ohr hat er doch so einen hässlichen AirPod. Ich verstehe AirPods nicht. Sie sind einfach nur hässlich. Vor allem ist es auch so ein nichtssagender Trailer. Man sieht einen animierten Zion Williams, wie er rumschwitzt in der Trainingshalle. Wow. Einfach nur präsentieren, was ich tragen kann jetzt.
Von den New Orleans Pelicans sind jetzt auch keine Mannschaft, wo ich sage, wow, deswegen hole ich mir das Spiel. Du, aber die Umgebung spiegelt sich korrekt im Schweiß wieder. Ja, ja. Zum Teufel mit dem Schweiß. Ich brauche schon den Teller an Bild angucken. Haben sie schon vor 10 Jahren auf der PlayStation 3 gehabt bei NBA. Ja, eben. Da könnte ich auch Schweiß bekommen. Vor allem ist es so nix sagen, der Trailer, weißt du? Wow. Wir sehen, wie sich Zion Williams selber einen Colt auf seinen Slam Dunk, den sonst keine Sau gesehen hat. Und er macht so, guck mal, das, wenn jetzt der Hausmeister sieht, ne, dann ist wieder, alles wieder, Vandalismus kommt ja, dann ist wieder Polen offen, weiß, aber es war wieder keiner. Basketballspiele sind leider schlecht geworden in den letzten Jahre. Bin ich voll bei der Data. Vor 4-5 Jahren habe ich die auch noch ganz gern gespielt, aber es sind immer schlechter geworden. Ich kann sie mal spielen, aber ja, ist nichts, was ich mal kaufen würde. Das mag so Nintendo-Dinger. Jetzt kommt was, wo ich sage, okay, für einen Zehner oder so das ein Angebot. Das war das wirdeste Spiel, weil ich immer ja, so deswegen sage ich ja, für so einen Zehner oder so, wenn ich jetzt spielen müsste, okay. Ja, das wird ein gutes Gag-Game. Ich meine, von Octodad war ja auch lustig. Ja, aber also ich denke schon, das Spiel wird sehr lustig werden. Ja, lustig wäre es halt im Multiplayer, wenn es geht. Ja, das wäre geil. Also schaut ja aus. Zehner, sagen wir mal, wenn Multiplayer möglich ist, würde ich auch 20 noch bezahlen. Ja. Aber das wäre wirklich dann das Alleroberste. Das einzige Problem ist halt, ich brauche dann bei dem Spiel, wenn wir das spielen, immer was zum Futtern daneben. Genau, eine Tüte Chips richtet schon. Ja, und die beißt mir dann die Hand ab, geil. Ja. Oder dir wachsen dann Chips im ganzen Körper. Boah, dann bin ich aber... Vor allem die Krawatte ey, da als Easter Egg ist schon geil. Der Abwehr und Chips wachsen, das wäre ja an der Hand. Super. Oh, Speckraupen. Rippchenraupen. Rippchenraupen. Alter Schwede. Das sieht so unscharf aus. Baguette 1000. Ein Apfelkrebs, okay. Meine Güte. Es ist halt schon. Ja, ich weiß nicht. Spinnenmelonen, yay. Teilweise sieht es ein bisschen aus wie dieses Spawn, was es mal gab. Ja. Das Problem ist immer zu Comic-Grafik. Das ah. Ja, ich weiß, was meinst. Ja, ich hab mal ein Problem, dass es Comic-Grafik ist, aber es ist sehr weird. Ja. Er hat Hotdog-Ohren und eine Schnecke. Das ist so dumm. Bugsnacks. Das sieht aus wie so von einer schlechten Kinderserie, die im Kinderkanal läuft. Aber hey, du musst denen schon zugute halten, die sind sehr kreativ. Ja. Die zeigen, dass er auch Drogen missbraucht, so irgendwas Gutes. Yeah. Ja, hört mir auf Flo, der Essensmann. Oh Gott. Jetzt kommt Dennis, du musst deine Facecam anmachen. Jetzt kommt der erste Mal Yoshida. Echt? Ja, stimmt. Ja. Egal. Ich hab nicht verstanden, was der erstmal wollte. Er spricht Japanisch, den verstehe ich auch nicht. Nee, Englisch hat er gesprochen. Ach du Scheiße. Ja, ja, der hat so ein ganz komisches Englisch drauf. Also, ja, ist raus. Das klingt wie Japanisch. Also, sein Mandarin ist echt. Sein Mandarin ist echt erbärmlich. Mandarin! Weil er so viele Mandarin gegessen hat. Hätte ich jetzt mal Bock drauf. Da steht, der hat Yoshi im Namen. Er ist ein Dino. Ah. Shuhei, Yoshi. Doch, Yoshi, da. Ach, Yoshi, da. Also, ja, hat eben vom Nintendo abgeguckt. Das passt doch. Hm. So, Dennis. Wollen dein Gesicht sehen? Er hat jetzt die Ballcam. Oh Gott, das sieht so gut aus, ey. Ich krieg da wieder einen Herzinfarkt. Ey, das ist das Intro von The Elder Scrolls 6. Klappe! Das war Skyrim gerade. Das wär's gewesen so. Ich sehe die Gefährten da. Ich sehe die Gefährten da. Klappe. Ich seh den Raben. Ja, spätestens daran hast du ja erkannt, dass jetzt Demon's Souls ist. Ich hab's an der Musik erkannt. Ja, an der Musik hab ich auch gedacht. Aber dem Raben hab ich's. So fühlt grad sich der, so fühlt der Dennis sich gerade. Ey, ich hab ein Herzinfarkt gerade, mein Herz pumpt gerade. Dann steppe du langsam. Flo ist doch der mit dem Herzproblem hier. Wenn ich da Demon's Souls sehe, ja, dann hab ich Herzprobleme. Oh, wenn ich denke, daran denke, dass ich nur so unbedingt.
genau, das ist ein Team. Also ich würde gerne den spielen, dann kaufe ich das Spiel auch. Ach, dein Lieblings Gegner. Ja, hör auf, ey, Drachengott. Nein, Florian. Du bist mein liebster Saarländer. Ich bin auch der Einzige, den du kennst. Das stimmt. Blue-Point, das kommt jetzt. Ach, das sieht auch ganz lustig aus, das Spiel. Blue-Point. Das Spiel, was er kommt. Ist ja von den Dingmachern, ne? Genau. Ja, hier, Deathloop. Ja, ist ja von den, wie hieß nochmal, das Onward-Machern. Na, Arcane Studios? What ja. Steht ja sogar hier. Ja, deswegen. Dennis, ich höre ihn gar nicht mehr. Dennis? Want to see some stylish action? Ich glaube, Dennis ist jetzt gekommen, der ist erschöpft. Der ist am Abnudeln auf der Toilette gerade. Oder Trailer war zu viel. Nee. Es lebt. Schon fertig abgenudelt. Ich hätte auch gerne so eine Waffe. Ich lade einfach oben mal eine Handvoll Kugeln rein und hoffe, dass sie alle richtig rauskommen. Ey, so eine wird schon machen. Das ist eine gute Investition. Das ist eine Deppenknarre. Wirfst du einfach was rein und hoffst, dass rausgefeuert wird. Das passt genau zu mir, die Deppenknarre. Einfach die Kugeln rein und dann gut ist. Ich hab keine Kugel mehr, ich nehm Streichhölzer. Na, das passt doch auch. Man brennt so ein bisschen. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass die Hauptfunktion von dem Spiel sich zu schnell abnutzt. Naja, wenn es nur auf Killen ausgelegt ist, ja, dann nutzt es sehr wahrscheinlich. Ja, die Musik ist geil. Ja. Aber das Setting auch, so 60s. Ja, stimmt schon, so gut wie die Waffen nutzen. Good morning, Speedrun-Titel. Ja. Our time loops. Der ist das angekündigt, der wird Speedrunner. Als erster Mensch der Welt. Everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Every loop I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's 8 targets, and they all gotta die before midnight. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. She may kill me a million times. But eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Das sieht schon spaßig aus. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Ja, doch, sieht spaßig aus, vor allem wenn du mal drauf hast, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, doch, kannst du schon scheiß dann. Mirror's Edge. Das war ja auch so. Aber eher Dishonored. Ja, Dishonored hat mich auch nicht so angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Echt? Nee, ich bin da nie so. Ich habe den ersten viel gespielt, aber eher so, weil jeder den Hype mitgemacht hat. Ich konnte es die ganze Zeit nicht nachvollziehen. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört. Ich habe mich auch durch ein Let's Play durchgequält. Naja, jetzt kommt erstmal Flo's Spiel. Ich weiß nicht.
Also machen werde ich es auf jeden Fall. Das kündige ich jetzt schon in an. VR, wenn, VR möglich, wenn VR möglich ist, ja. Willst du das wirklich im VR antun? Ja, aber ich habe mir den auch angetan. Ich habe mir den auch angetan im VR. Aber ich weiß nicht, ob es ein gutes Resident Evil wird. Horror bestimmt. Horror ja, aber kein... Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es Resident Evil ist. Werwölfe und Vampire ist so unnatürlich. Hexen. Hexen ist auch unnatürlich. Weißt ja, du, also, was ich erst gedacht habe, was es wird? Jetzt ist mir gerade der Titel wieder entfallen. Silent Hill. Nein. Das war mein erster Gedanke. Nein, wie heißt der nochmal? Was hast du jetzt gespielt und wieder abgebrochen, Flo, als Stream? Das große Outlast Spiel. 2. Outlast, ja, ich habe das für ein neuer Outlast-Teil. Ach, ja, spätestens bei dem Typ hast du gesehen, das ist ein Resident Evil. Der dritte ist schon angekündigt. Ja, ja. Es wird aber ein Co-op. Ja, ja. Also spätestens bei den Gesichtsanimationen siehst du einfach, okay, das ist Resident Evil. Ja, aber ich würde mir wünschen, dass sie da noch ein bisschen was reinstecken. Ja, bestimmt. Es hat wieder so, ja, es erinnert so ein bisschen an den vierten Teil, weil es fängt an im Dorf und dann geht es zum Schloss ja, hoch und am Ende bist du noch auf irgendeiner Insel. Ich hab eher das Gefühl, man fängt nicht im Dorf an, sondern zu Hause von Ethan. Vorm Dorf. Ich glaube, dass wir der zurückblenden kommen. Ja, schauen wir mal. Also, solange dem Baby aus dem Vorspann hier nichts passiert, ist alles gut. Lass die kleinen Kinder ja, einfach aus solchen Szenarien raus. Was soll denn der Scheiß? Also das ist komisch. Also Kinder werden ein ziemliches Thema sein, denke ich. Ich hoffe es nicht. Alter, später. Das Ding auch Village zu nennen, so schon mutig. Wer ich weiß. Könnte es jetzt etwas lauter werden? Ich habe mein Fenster gekippt. Oh nee. Ich verstehe dich nicht. Es ist lauter geworden. Hast du vielleicht am Fenster gekippt? Er macht den Wesker. Dude, genau das ist meine Angst. Du hast doch den Typ da mit den langen Haaren gesehen, mit dem Hut. Der hat gelbe Augen. Ich kenne nur einen einzigen Charakter in Resident Evil. Das war mein erster Gedanke, der gelbe Augen hat. Ich will hoffen, nein, ich will nicht, dass Wesker da wiederkommt. Bitte nicht. Ja, doch. Nein. Ich will nicht, erklärt kriegen, wie der Typ zwei Raketen in die Fresse und die Vulkan überlebt hat. Der hat sich halt mit dem. Sohn von Wesker. Der hat sich halt hier mit Kazuya aus Tekken zusammengetan. Der kennst du auch aus Vulkankraxeln. Wie ist der Kazuya? Den haben sie ja wieder zusammengeflickt. Ja, deswegen ja. Wir haben angerufen, hey Digga, ich stecke im Vulkan fest, holst du mich. Ja klar, wir Schurken müssen zusammenhalten. Flickt mich mal bitte wieder zusammen, ich muss zurück. Und das schaut aus wie so ein, hier, Mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Vanquish. Ja, oder mein erster Gedanke war Death Stranding. Ja, Death Stranding, genau, so ein... Kojima heißt er, ne? Ja. Sieht so nach Kojima aus. Ja. Aber es ist Capcom, die das machen. Okay. Weiß ich nicht. Also vom Arzt wieder zu... abgedreht, zu japanisch, wieder zu... Ja, das... Weiß ich nicht. Ich habe erst gedacht, das macht die Bayonetta-Macher. Das ist eigentlich mal Bayonetta 3 rausbringen, sehr fix. Ja, die sollen Metroid Prime 4 rausbringen. Ja, und die ersten drei Teile bitte nochmal als HD-Port für die Switch. Ja, bitte. Bitte nochmal alles für die Switch. Ja, alles. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich weiß nicht. Das hat auch so ein nichtssagender Trailer. Ja, das ist... Der Vanquish. Jetzt ein bisschen Bioshock ein, ehrlich gesagt. Ein kleines Mädchen, ein Typ in so einer Panzerung. Nee, bei mir ist wirklich Vanquish, hab ich gedacht. Ja, so also vom Anzug her. Ja, ja. Von dem Helm auch. Ja. Das ist so komplett. Ja, er ist halt ein sehr guter Tiefseetaucher, ja, er hat auch immer ein Netz dabei. Ja, aber wie sah das jetzt so aus, als würde die Kleine was bei dem... Warte, Schnauze, das wird nicht passieren, das arme Kind. Ja gut, sie ist halt ein Roboter. Ja, sie ist halt pragmatisch. Pragmatisch, okay. Das ganze Spiel ist pragmatisch. Ja... Du läufst drei Minuten im Kreis tot, das ist nicht... Nee, du läufst drei Minuten im Kreis, schwupp,
Ich lande auf dem Mond. 2022, ja? Gucken wir mal. Findet alles, was Beine hat. Ja, da haben sie ja noch ein bisschen Zeit, was aus dem Spiel zu machen. Ja, ja, ich hoffe, da kommt noch was. Ich wollte es noch bei was ich sagen wollte. Ich habe so das Gefühl, bevor das Ding rauskommt, gibt es mindestens eine Demo. Ja, bestimmt. Machen sie auch immer so seit dem zweiten Teil jetzt. Ja, weiß ich jetzt aber nicht. Weiß ich nicht. Seit dem siebten machen sie das ja immer. Ja, das siebte war ja echt noch eine Überraschung, weil man es am Anfang nicht wusste. Gab es zum siebten Teil echt eine Demo? Ja, da hat eine VR-Demo war das auch noch. Ah, okay. Die Kitchen-Demo und dann hat sich quasi am Ende der Demo. Stimmt, jetzt ja. Ach, das ist. Oh, da freue ich mich auch drauf. Das habe ich voll vergessen aufzuschreiben. Ja. Flo, hast du den ersten Teil? Gespielt ja, selbst nicht, aber ich werde mir noch holen, weil den wollte ich auch projekttechnisch anfangen. Mach's, am DLC. Mach's. Hol's dir am besten gleich mit dem DLC. Ja, hab ich noch vor, weil den DLC habe ich nicht gespielt, aber das Hauptspiel und das hat mir sehr gut gefallen. Ich will es auch noch spielen. Weil es vor ich habe das Hauptspiel bis jetzt gespielt und ich bin begeistert. Bei mir ist es damals vorbeigegangen. Ja, an mir vorbeigegangen. Bei mir am Anfang auch, hat mir nicht so gefallen. Und dann, wo es schon draußen war und ich ein bisschen was gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, eigentlich ganz geil. Das fängt am Anfang an, aber je weiter du reinspielst, mehr das Setting mir gefallen. Ich habe 8. Ich setze auch wieder nur so 0 auf 15. Boah, Schildkröte. Robokröte! Schildkröte, geil. Mein Mix klingt strange. Flo ist im Stimmbruch. Wie immer. Er ist nie rausgekommen aus dem Stimmbruch. Flo ist erst 10. Krokodil! Das sieht ja gut aus. No secret. I won't unlock. No barrier, I won't cross. I should say that you're not afraid. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Nicht mehr lang, Pete. Ja, das war die Golden Gate Bridge. But whatever comes. Wohin Gates denn? Gates. Gates. Wie bitte? Genau. Was? Was genau? Das ist schon verdammt laut. Ja. On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Ellie's story as she moves west through a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier, masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Er bringt's halt raus. Schaut's doch nicht so an. Ja, okay. So, jetzt. I think there's a lot in this game too for the community. The fans are gonna be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about player players and players. As a developer, that's an amazing feeling to have. Welcome.
PlayStation 5. Fühlst du es mit Five Gum? Es ist doch so. Ich hoffe, alle haben mein Meme gesehen, was ich die Tage zu der PlayStation gemacht habe. Welches meinst du? Das, was ich geschickt habe in WhatsApp und in Discord. Freitag war es, ja. Hat mir das von Dennis gut gefallen. Ja, ist auch nicht schlecht. Ach, das, ja. Das. Ach, ja. Für mich schaut das Ding halt aus wie ein Pokal. Dazu kommen wir gleich. Ja, für andere sieht es aus wie ein Hochhaus. Für andere sieht es aus, als wäre es irgendwas mit Portal. Es ist halt Seto Kaiba. Ist das ein Pokal? Ist das ein Hochhaus? Nein, das ist die PS5. Nein, das ist die Klamotte von Seto Kaiba. Ja. Ich habe eins gesehen, da habe ich gedacht, das ist aber krass. Da hat einer die beiden nebeneinander gestellt. Als World Trade Center und die Xbox als Flugzeug. Ja, so fies. So fies. Geiler Bilder, Bruder, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch schon das Meme gesehen, wo eine PlayStation 2 hochkant hingestellt haben und bloß so einen weißen Aktenordner links und rechts drumherum gestülpt haben. Mom, can we have the PS5? We have PS5 at home. PS5 at home. Das Ding. Aber es wird ja vermutet, dass die größer ist als die Xbox. Ja, gab schon Bilder. Die ist die von den letzten drei Konsolengenerationen oder jetzt seit der PlayStation 3 die größte Konsole von allen, seitdem rauskam. Okay, jetzt können wir stoppen, gute Idee. Wollte ich gerade sagen. So, erste Meinung. Erste Meinung. Wenn der digitale Preis so viel günstiger ist, wird es digitale. Weil die viel besser ausschaut. Ja, ich habe Angst, dass sie bei digitalen an Leistung einsporen. Das ist meine größte Angst. Wieso sollten die bei der digitalen an Leistung? Weil es bei der Xbox, was bei Xbox vorhaben. Ja, bei der Xbox, das ist Microsoft. Ja. Ja, wenn du bei der digitalen dafür vielleicht einfach, was weiß ich, nochmal 100 GB mehr Speicher bekommst. Was fällt weg? Nee, ich, das ich, Laufwerk. Ja. Ja, aber das Laufwerk macht es ja nur teurer. Genau. Also warum sollten sie dann die Hardware schlechter, also die Hardware schlechter machen? Das verstehe ich. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die beiden gleich viel kosten. Dafür kriege ich bei der digitalen dann einfach nochmal ein bisschen mehr Speicher dazu oder so. Oh ja, das wäre halt gut. Muss man mal gucken, was kostet es dann und so. Weil ich sag mal, so um die 500 Euro wird das Ding schon kosten. Ja, mit Laufwerk auf alle Fälle. Wobei ich glaub, die warten so lange, spätestens im Oktober werden sie den Preis droppen, weil dann beginnt in den USA einfach das Weihnachtsgeschäft. Und dann brauchen die einen Preis, weil dann kommen die im November spätestens in den Handel, die Konsolen. Und wenn Microsoft nicht vorher sagt, es kostet unsere Xbox, dann wird Sony da vorlegen. War es nicht sogar bei der PlayStation 4 oder bei der 3er? Die haben sie günstiger angeboten, als sie eigentlich wert war. Und die haben eigentlich fett. Stimmt, bei der 4er war das. Die haben eine fett miese der, gemacht. Nein, bei der 3er war das. Oder war, fett war es auch bei beiden, das weiß man ja nicht. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall haben die ja durch die Spiele dann viel Geld wieder reingekriegt. Das haben sie diesmal aber auch vor. Ja, wird bei der Xbox genau dasselbe sein. Ja, das hat die Xbox One ja dann auch später gemacht und hat ja dann die Verkäufe nochmal massiv angekurbelt. Also ich denke, den Weg werden sie auch weitergehen. Aber persönlich würde ich echt auf die digitale Version gehen, weil was ich gerade sehe, was ich schon alles so runterlade. Ich glaube, mein letztes Spiel, was ich mir wirklich gekauft habe, war Mario Maker 2.
als Retail-Variante. Das ist fast ein Jahr her, seitdem habe ich kein Spiel mehr auf Disc gekauft. Oder also halt. Wenn du schon Disc sammelst, dann machst du den Klatschus mit Stefan und lässt sie verpackt. Ja. Sie nicht out. Ja, aber. Wert. Also, wenn du wirklich so ein Freak bist, dann. Also, ich denke mal, es wird viele geben, was halt wiederum nice wäre, was mir gerade so in den Kopf. Wenn du jetzt das Spiel, aber dann macht es die Laufwerk-Variante total für den Arsch. Wenn sie einfach die Spiele-CDs weiterhin rausbringen würden, bloß dass da ein Digital Download-Code drin ist, womit du dann halt eben beides besitzen kannst. Ja, nee. Ich studiere das zu machen. Warum? Naja, weil dann könnte ich Spiel sammeln und trotzdem spielen. Ja, trotzdem. Ohne dass ich noch die hässliche Variante nehmen muss, die geschwängerte PlayStation 5. Ja, wobei sie liegend ja wieder ganz okay ausschaut. Ja, aber. Aber liegend nimmt sie halt zu viel Platz weg. Das wird schon Grund haben, warum die hochkant. Ja, ja. Weil es besser ausschaut. Auch die Form, die haben sie ja mit Absicht gewählt. Die haben ja ewig Probleme mit Lüftung gehabt. Jetzt PS4 schon. Die war ja immer viel zu laut. Naja, gestern habe ich ja Uncharted gestreamt, den vierten Teil. Uiuiui. Da war die schon. Die waren pusten. Die geht schon ab bei manchen Spielen. Ja, bei vielen. Und bei der denke ich mal, dass die Form nicht umsonst gewählt worden ist, zwecks Lufteinlässen. Die haben sich, glaube ich, diesmal schon mehr Gedanken darüber. Ja, die ist ja auch ziemlich lang nach hinten raus. Das sieht man, glaube ich, ein bisschen später nochmal, wo sie schräg steht. Aber du siehst es nicht ganz genau durch den weißen Hintergrund. Oh, mach bloß leiser. Ja, auch gut. Der Controller, also ich weiß nicht, was ich von dem Controller halte. Ja gut, man muss ihn in der Hand halten. Er sieht stark nach Wall-E aus. Das ganze Konzept sieht stark nach Wall-E aus. Ja, schaut bei mir alles aus wie, ja, unsere Klontruppen brauchen eine Konsole. Okay, nehmen wir ihre Rüstung und machen eine Konsole draus. Ja, es ist doch so. Als ich den Controller gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, Camino hat ein neues Produkt. Ich kann mit dem Controller leben, persönlich. Ja, schauen wir mal, wie der in der Hand liegt. Das entscheidet über so viel. Ich denke mal, der wird sich nicht mehr viel umhaben zum Xbox-Controller. Denke ich auch nicht. Also ich habe die PlayStation 3 mir damals nicht geholt, weil der Controller mir nicht zugesagt hat. Wenn du mal den Xbox One-Controller daneben hebst, habt ihr bestimmt alle gerade nebendran am Tisch liegen. Ja. Der hat schon, also der hat schon designtechnisch sehr viel ähnlich. Ja, nur dass der PlayStation-Controller hier kleiner ist. Ja. Er erinnert mich eher an den Pro-Controller so ein bisschen. Von der Switch? Nee, der ist kleiner. Der von der Switch ist kleiner. Ja, klar. Also da ist der Xbox-Controller näher dran. Was ich aber sagen muss, die Kopfhörer. Ja, aber die kosten bestimmt auch so 120 Euro oder so. Gut, für gute Kopfhörer muss man sowas schon auf den Tisch legen. Ja. Gut, die Fernbedienung, die braucht auch bloß jemand, der das Ding in seinem Wohnzimmer aufstellt, damit viel Filme schaut und sowas. Ja, genau für mich. Die Kamera weiß ich nicht, ob ich die brauche. Die wird vielleicht interessant, eventuell für VR-Spiele später. Na, wenn sie ein neues Headset rausbringen, oder sowas. Ja, meine ich ja. Wenn du dann wirklich so ein Raumscan-Ding hast, dass du... Okay, kaufst dir zwei Kameras, eins machst du hinten, machst deinen Fernseher ran, die andere fällt hinter dich. Dann hast du schon mehr so ein 3D-Ding. Dann hast du da einen besseren Eindruck. Muss mal gucken. VR ist ja noch gar nichts, glaube ich, gesprochen worden. Nee. So ein paar Infos gab es schon, aber ich glaube jetzt nicht, also ich habe jetzt nichts hier in der Konferenz. Also es soll eine neue kommen, auf jeden Fall, aber die alte wird auch noch kompatibel sein. Ja, okay. Also dann muss man gucken. Die wird komplett durchgängig funktionieren. Ja, aber sieht ja jetzt hier die digitale Variante, sieht man ja schon leicht schräg, also die wird schon sehr lang auch, die Konsole. Die wird bestimmt genauso lang wie die PlayStation 4, das. Weil die ist auch sehr hoch, du hast nicht vergessen, die ist sehr hoch. Ich habe eher das Gefühl, die ist ein bisschen größer. Also ich habe hier eine Xbox 360 stehend. Die wird wahrscheinlich genauso lang sein, nur ein Tick höher noch. Wird nochmal ein Tick höher, weil die ist fast so hoch wie meine Xbox One. Die Series X ist ja größer als die One, glaube ich. Also es wird schon ein großer Klotz sein, den du stehen hast.
Das Innenleben wird bei der PlayStation genauso viel sein wie in der Xbox. Nur, dass die Xbox halt an sich kleiner wird, dadurch, dass sie eckiger ist. Ja. Dass halt ein Kühlschrank ist und kein Pokal. Ja, ein Holzklotz. Oh, das wäre geil, wenn du die Hülle customizen könntest und dann machst du einfach so Holzfolierung drauf. Oder so ein Kühlschrank. Bestimmt geht das. Ja. Dicker, ich weiß nicht. Dicker müsste nicht sein, Pete, mit dem Laufwerk. Sie hätten es vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Das ist halt die Frage, ob das der obere Teil des Laufwerks, also rechts davon, ob der wirklich, ob da irgendwie da wird kein Laser oder so drin sein. Die könnten die deutlich flacher machen an der rechten Seite. Denke ich mal. Weil du wirst die CD so reinschieben, dass das Cover von dem Spiel rechts ist. Wie es bisher immer war. Ja. Die werden mir jetzt da oben, ja, wenn da oben werden die jetzt kein Laser oder so zum Lesen reinpacken. Das dann macht eher nochmal zusätzlich Belüftung fürs Laufwerk. Ja, dann wäre dann sowas, aber. Weil angeblich kann ja die Konsole 8K abspielen. Ja. Wie Dennis gesagt hat, schaut halt schon aus, als wäre sie geschwängert. Da gebe ich ihm recht. Ich bin halt nur froh über das Design generell, dass einfach nicht noch ein schwarzer Klotz ist. So, seit der PlayStation 2. Ja, also 2. Die Farbkombi ist ganz nice. Das cleane Weiß mit dem Schwarz und dem klassischen Blau. Ja, das ist halt auch... Definitiv, das hat schon was, aber die Form der Konsole, ich finde sie wirklich nicht schön. Ja, die können bestimmt das weiße Ding auch wegmachen. Das Ding kannst du nicht in ein 0815 Wohnzimmer reinstellen, weil, Alter, das hebt sich so ab von allen anderen. Ja, du musst ja eigentlich... Da brauchst du schon dementsprechend dann hier eine Wohnwand in... Weiß Klavierlack. Naja, mit schwarzen Fächern oder so ein Quatsch. Genau. Und blaue LEDs so, drunter. Halt so. Damit es halt voll passen. Ja, es ist halt schon sehr futuristisch. Das ist halt so eine Konsole, die stellst du in eine Wohnung oder ein Haus, wo du nicht drin leben willst, weil alles so steril ausschaut. Ja, genau. Das ist so. Wenn ich eine Million über habe und ich kaufe mein Haus, okay, dann richte ich das so langweilig ein wie die ganzen Hollywood-Leute. Dann ist es kein Thema, aber gut, die leben da auch nicht drin. RGB wäre geil. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass dieser blaue Streifen dem das Licht beim PS4-Controller ersetzt. Das wäre geil. Also beim Controller hast du ja auch diese blauen Streifen dran. Du meinst, ja, dass halt dann, je nachdem, was du spielst, dass sich die Farbe verändert. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen stimmungsmäßig dazu passt. Ja, schauen wir mal. Ja, aber überraschen lassen. Ja, ich bin ja gespannt, wenn ich das Ding dann wirklich in meinen Händen halt, wie es dann ist. Oder wenn die ersten Bilder einfach mal von der echten Konsole irgendwo auftauchen. Mhm. Und nicht hier diese Render-Dinger. Oder halt einfach mal in der normalen Umgebung, nicht von einer weißen Wand. Mhm. Damit du die Konturen einfach schlecht siehst. Grüß. Was? Dennis? Ja. Ich höre dich ganz leise, Dennis. Bis gar nicht. Ja, ein bisschen. Ja, lass mal weiterlaufen. Kommt da noch was? Der Abspann. Der Abspann kommt noch. Oh. Ja. Die gute Ding, oder? Marvel. Drei Abspannen. Spannend. Genau. Jetzt kommt schon der Trailer für die PS6. PS6 ist bestimmt die PS6. Ja, okay, das war's dann. Yeah, I'm a striking console design yet, and you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to another. Yeah. Thank you for joining us. Unglaublich, ja. Einzige Exklusivtitel, der jetzt... Es gibt es drei Exklusivtitel momentan, oder? Momentan haben wir es drei Exklusivtitel, oder? Keine Ahnung. Ja. Level 4. Ja,
Er zählt trotzdem nur als einer. Oh, ein riesiges Robotermammut. Lassen wir uns ihm ein Holzgerüst auf den Rücken bauen. Ja. Ja. Warum denn nicht? Das Ganze kostet bestimmt im Bundle mit all dem ganzen Klimbim dazu 1200 Euro oder so. Also Headsets, zwei Controller, die Kameras, Fernbedienung, die du nie anrühren wirst. Ey, ich werde immer noch wohl die ganze Zeit. Oh Gott, ich dachte, die Pressekonferenz wäre nur ein Traum. Nee. PlayStation. Ja. Das war's jetzt. Schon wieder. Ja. Also ja, Data fragt gerade die richtige Frage. Freut sich jemand auf die PS5 oder? Ja. Freuen, ja. Ich bin bloß gespannt auf den Preis. Ja. Ja, vorhin auch, aber übermäßig gehypt bin ich jetzt. Also von den Spielen her nicht. Wie gesagt, gibt es so 3-4 Spiele, wo ich sage, yo, cool. Aber da weiß ich ganz genau, da kommen auch 2 davon irgendwie für eine andere Plattform. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Ja, dass ein Spider-Man kommt, gut, davon ist es mal ausgegangen. Hat sich ja gut verkauft. Ja, ich habe aber gehofft, da kommt was Neues. Nee, nochmal dasselbe, mit einem anderen Charakter. Ja, gut, dass das mit Miles Morales weitergeht, das war mir schon klar. Das hat ja, aber das ist da. Ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden, wenn sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt nochmal einen anderen Spider-Man oder so. Weil es war an sich eine schön abgeschlossene Geschichte. Ja, aber es war so Cliffhanger-mäßig aufgebaut. Ja, das ist doch typisch. Das ist ja nichts Neues. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Preis wird es entscheiden, wann ich mir die Konsole hole. Weil ich sage, okay, ich hole mal zu Release oder ich hole mir die ein halbes Jahr später. Es kommt jetzt darauf an, was auf der Xbox noch rauskommt, was die kostet. Ja, ich bin gespannt, wie Microsoft darauf antwortet. Naja, ich kann schon mal sagen, es kommt bestimmt irgendein Forza-Titel raus. Garantiert. Ja, Motorsport 8. Die enthüllen dann auch das neue Design. Man hat die ganze Zeit nur die Box gesehen, auf einmal klappt die auf und da ist das richtige Design drin. Das würde ich feiern. Das ist einfach nur so ein Ding zum drüberstülpen. Genau. An sich ist das so wie der Game Boy Color mit seinem transparenten Kleid, nur dass du das Kleid abnehmen kannst. Dass du so alles siehst, weißt du, wie so ein offener PC. Aber hey, das wäre auch mal was. Noctis, ich muss sagen, ich finde das Controller-Design schon immer furchtbar bei der PlayStation. Xbox besser in der Hand, finde ich. Also ich finde jetzt da beim Spielen selber keinen großen Unterschied. Also wenn ich die Controller in die Hand nehme, dann spiele ich es halt. Inzwischen bin ich es gewohnt, aber bei Xbox hat es gleich geklappt. PlayStation musste ich mich lange gewöhnen. Ich finde das Design furchtbar. Vor allem, die haben immer so eine eigenartige Größenwahl bei PlayStation. Ja. Japaner halt. Das ist halt so. Die haben immer so ein bisschen den eigenen Kopf. Ganz komisch. Ich denke nicht, also sollte nicht noch irgendwie was Signifikantes kommen, wo ich sage, okay, scheiße, dieses Spiel kommt definitiv niemals für PC raus und gibt es nur da und ich muss es haben, dann ja. Aber ansonsten... GTA 6, 3 Jahre später kommt es dann erst für den PC. Ja, mein Gott, dann warte ich halt 3 Jahre. Yeah. Natürlich wird das nicht passieren, ich kaufe mir sofort PS5. Ja. Yeah. Ja, jetzt muss man echt mal warten über den Messezeitraum, also E3 und Gamescom-Zeitraum, also Ende August.
denke ich mal, wird sich bei mir die Entscheidung, ja doch, Ende August ist der wird, da wird sich die Entscheidung dann bei mir festsetzen, was ich mir hole. Ende August, ja, dann ist Anfang September. Spätestens dann, weil da ist dann immer dieses ganze E3 und Gamescom Zeit. Der E3 ist ja jetzt schon. Ja, wäre jetzt schon. Dann stimmt, aber Gamescom wäre dann vorbei, diese immer Ende August. Ja, Gamescom. Und spätestens da. Ja gut, die ist jetzt nicht mehr so, finde ich, für mich relevant. Weil von der kriege ich nie so viel mit, aber spätestens da wird sich dann entscheiden, was holt man, sich zuerst. Ich kann schon sagen, das ist PS5. Ja. Ja, muss man gucken, aber ich hoffe mal, dass alles so um den Preis von 500 Euro bleiben wird. Wenn es teurer ist, das ist halt schon wieder 600 Euro oder so. Ist halt schon wieder viel, ne? Na gut, es sind ja teilweise Gerüchte im Umlauf, dass die 415 kosten soll. Da bin ich dabei, dann hole ich mir beide, wenn die eh nicht viel kosten. Ja, wenn die 415 kostet, dann ist bestimmt die Euthetische Edition 300. Ja, Piet sagt's richtig, ich werde mir so oder so beide kaufen. Ja, das werde ich schon auch, aber ich werde entscheiden, welche ich zuerst hole und welche ein paar Monate später. Und genau. Das ist mir dann. Also Tendenz geht halt eher, wenn sie Forza Motorsport bringen. Eher wahrscheinlich zur Xbox, weil Gran Turismo weiß man ja nicht, wann es kommt, oder? Da kam noch kein Datum. Gute Frage. Gute Frage. 20. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Launch-Titel wird. Nee. Erst 21 stand, glaube ich, dran. Ja, dann wird es auf jeden Fall die Xbox, außer die PlayStation haut nochmal irgendwas raus. Ja, muss man gucken, was sie halt kosten. Das ist alles davon abhängig. Wie gesagt, wenn die eine 100 Euro mehr kostet als die andere, dann sage ich, okay. Dann ist die andere erst ein paar Monate später dran. Gerüchteweise Gran Turismo 7 am 20. November. Diesen Jahres? Nein. Diesen Jahres? Dann weißt du, wann Release-Datum ist. Von Gerüchteweise, aber es ist Gerüchteweise. Ja, aber wenn du sich das bewahrheitet, dann weißt du ganz genau, dass spätestens da auch die PS5 rauskommt. Ja, es wird ja vor Weihnachten, das weiß man. Das ist ja dann. Dann ist es halt wieder. Also ich denke, dann rechne auch mit Oktober, November. Ja, spätestens Mitte, Ende November kommt die, wie immer. Ich hätte erst Anfang Dezember erwartet. Das ist das Späteste. Das ist alles Späteste. Gran Turismo, ein Autorennspiel. Das hat mit Tourismus nichts zu tun. Der Tourismus-Simulator. Oh, gibt's das? Bestimmt irgendwo. Ja, das gibt's jede Menge. Ja gut, am Ende nennt sich sowas halt auch bis immer Rollercoaster Tycoon. Das sind auch Touristen. Ja, also November, Dezember kommen die beide raus, die Konsolen, wie gesagt. Ja, Xbox definitiv. Plus einer muss anfangen, Preis. Gran Turismo zuerst auf der PS4 rauskommen. Nee, 5. Wieso? Kann ja sein. Können ja auch davon ausgehen, dass sich nicht jeder holt gleich mit einem PS5. Ja, aber es wäre ein Kaufgrund. Das kann noch sein. Ja, vielleicht bringen sie auch beides raus. Ja. Das darf man nicht ausschließen. Ja, müssen wir gucken, was jetzt wirklich über spätestens im August rauskommt. So. Ende August weiß man definitiv. Ja, dann weißt du auch, was die Dinger kosten. Weil einer muss dann anfangen. Ja. Dass die Leute sagen, vor allem die Amis zum Weihnachtsgeschäft, dann kaufen wir uns jetzt so ein Ding. Ja. Der 7. scheint nur für die PS5 zu kommen. Das denke ich mir. Also es ist momentan noch nicht bekannt, dass es für die 4er kommen würde. Gab es das überhaupt schon bei PlayStation? Das kann sich ja immer noch ändern. Das sind ja jetzt erste Infos. Ja, aber gab es schon mal bei Microsoft oder bei... Doch, bei Microsoft gab es schon mit Forza Horizon 2. Bei Sony gab es da mal ein Spiel, was für eine alte und eine neue Konsole rauskam? Außer jetzt GTA. Bei Xbox und bei Tourism gab es einmal diese Beta-Version, die wofür die PS3 noch rausgekommen ist. Und zum Release kam dann die Gran Turismo 5 Version raus. Okay. Mit PS4, soweit ich weiß. Irgendwie so war es. Es war auf jeden Fall Gran Turismo. Ja, gut, wie gesagt. Da ich mit der PlayStation 3 ja so nichts am Hut hatte, dass mit der PS4 wieder eingestiegen bin. Ja, ich bin aber wirklich gespannt, wer als erstes sagt, so, das kostet unser Ding. Weil dann kommt der andere und sagt, unser Ding ist aber 50 Euro günstiger. Assassin's Creed Rouge, da hat er auch recht. Black Flag. Ja, stimmt, Assassin's Creed Black Flag. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, aber es ist zumindest immer so ein Microsoft-Ding doch gewesen, auch in der Vergangenheit.
Dass sie dann sagen, oh, die PlayStation kostet 500, unsere Konsole kostet plus 450. Das haben sie aber wann gemacht, so. Ja, oder bei den. Oder im Vergleich zur PS4 Pro haben sie doch dann. Der Preis ist geleakt worden. Echt? Vor 8 Minuten. Was? Ja, Amazon hat ihn versehentlich rausgehauen. Wie? Es erscheint, die Konsole erscheint am 20. November. Ja. Nein. Und 499 Euro. Ach du Scheiße. Na gut, dann kommt Microsoft. Die normale? Steht da was dabei? Moment. Mit Laufwerk. Die mit Laufwerk, die andere ja, aber, nicht aber gut, die ohne Laufwerk wird dann 50 Euro weniger kosten. Im Schnitt, ja. Ich vermute, dass die 400 dann kostet. Ja, oder so, je nachdem. Also wenn sie am Speicherplatz nichts ändern, dann wird die... Alter, das ist ja krass, dass es jetzt geleakt worden ist. Ja, exklusiv bei For You. Durch eine ominöse Amazon-Anzeige. Yay. Amazon, die Franzosen haben es wieder mal verkackt. Ach, immer ey, Amazon Frankreich. Ist doch Marketing. Ja, sicher. Das ist morgen wieder weg, das Angebot, und dann kommt es wieder. Wahrscheinlich. Das Ding ist dann, ich werde 100% das ist, Jetzt kommt's. Jetzt kommt dann noch meine Xbox-Präsentation. Die sagen dann, das Ding kostet 450 und so, jetzt sieht nach. Ah, der Amazon-Preis hat nicht gestimmt, unsere Konsole kostet 400. Und die Digital 300. Und schon kostet das gar nichts. Ich würde denen das aber zutrauen, dass sie das machen. Das machen die bestimmt, weil... Ich glaube eher, dass die Variante von Flo stimmt, dass der Kasten nochmal aufgeht. Weißt du, was das ist? Verschwörungstheorie, glaube ich. Nein, weißt du, was die Xbox One oder Xbox Series X ist? Das ist ein ganz kleiner Mini-Supercomputer von der NASA. Das ist wie so eine Matroschka-Puppe. Du machst so 5 Dinger hoch und hast du so ein Spiel, dann hast du so ein Ding wie hier mit dem Musikwürfel in der Hand. Das ist dann alles. Und da ist auch ein Laufwerk drin. Wie sie es kriegen, keine Ahnung, aber... Irgendwie kriegen sie es schon. Du kannst halt Laufwerk per USB anschließen. Aber ja, es wäre schon krank, wenn sie den Kasten aufmachen würden. Weil keiner weiß ja wirklich, wie hoch der Kasten wirklich ist. Ja, es sind ja nur Mutmaßungen, die es so gibt auf Bildern, aber... Wirklich, stell dir mal vor, der Kasten klappt auf und dann ist da einfach ein fettes X drin. Oder hat man die Series X schon mal neben einem Controller gesehen? Nee, guck. Weil bei der PlayStation kannst du anhand von einem Controller sagen, okay, die ist für Controller hoch. Keine Ahnung. Doch, es gibt einen Controller. Und? Echt? Ja. Ja, dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, wie hoch die ist. Also, gut, sagen wir mal, ich gehe jetzt mal von der Größe von einem normalen One-Controller aus. Ja, wird nicht unbedingt größer dann werden. Dann sieht es, als ob drei von denen aufeinander gestapelt wären. Ja, also so. Dann ist ein Tick kleiner als die... Aber auch von der Breite her. Also, sie würde ich jetzt ein bisschen breiter als die Controller. Ja, sie ist halt... Ja, man muss halt gucken, wenn die wirklich mal in einem Glaskasten stehen oder so auf einer Messe oder in der Präsentation. Wenn man einen Mensch daneben steht mit der normalen Größe, dann hast du ungefähr eine Idee. What? Wie groß die sind. Mein Gott, da muss ich hier drin aber Platz schaffen. Scheiße. Fuck. Ich hab auf jeden Fall 3 Controller hoch. Ja. Nur 3 Controller hoch, das kann ich hier doch mehr oder weniger nachstellen. Der Switch-Controller ist ein... Nein, nicht so. Übereinander. Also... Ja, hochkant, oder? Ja, genau. Ja, genau. Wo ist jetzt... Ach komm, wir können den PlayStation-Controller... Der ist gerade da. Ja, dasselbe nochmal in die Breite. Ja, und die PlayStation hätte ich jetzt gesagt nochmal einen Controller höher. Sind schon Klötze. Das ist... Hoppala. Ja. Gut, viel Technik halt. Amazon verkackt. Das ist so gut. Ja, die Franzosen halt immer. Das sind immer die Franzosen, ne? Immer. Ey, aber same is positive. Jetzt wissen wir schon mal, wie viel die Mitlaufwerk kostet. Ja, sowas in der Art habe ich gerechnet. Also auf meinem Zettel habe ich am Donnerstag, bevor es losging mit der Präsentation, 400 bis 500 Euro aufgeschrieben. Ja, das war so meine Schätzung. Ja. Was anders? So gedacht. Die können nicht mehr arg viel teurer werden, wie die aktuelle Konsolengeneration, wo sie rauskommen ist. Das PS2, sag ich nur, als sie rauskam, 1200 Mark. Ja. Ja, gut, das waren Marktpreise und da war es halt noch nicht so verbreitet, das Zocken wie hier. Ja, aber trotzdem, wenn man sich da den Vergleich mal anschaut. Ja, klar. Und heutzutage kriegst du den PlayStation 2 für 50 Euro hinterhergeschmissen mit 20 Spielen. noch weniger. Also, ich habe meine PlayStation 2 damals, da kam die PS3 raus, von einem Kumpel abgekauft für 150 Euro, ich glaube mit 50 Spielen oder so.
zwei und drei Controllern oder sowas. Also da habe ich echt einen Schnapper gemacht. Nur sind die Controller jetzt am Arsch, aber gut. 1200 Mark sind jetzt 1200 Euro, lieber Noctis. So kannst du es leider nicht mehr rechnen, wenn der Euro günstiger geworden ist. Ja, aber es wird keine Konsole mehr geben in naher Zukunft, die über 1000er kostet. Das ist. Naja. Das, wenn sie bringen, dann muss das aber so ein Ding sein, was alle Spiele abspielt und einen Steam-Zugang hat. Für immer. Keine Ahnung. Ja, sonst noch irgendjemand? Irgendwelche weisen letzten Worte? Nö. Ja, gut. Dann, liebe Kinder, wir sagen, war's das. Denkt dran, immer so lange Hintern abwischen, bis nichts Braunes mehr da ist. Und ja. Was? Ja. Genau. Dann würde ich sagen, beenden wir den Quatsch jetzt hier. Jawohl. Genau. Ich müsste auch schon ungefähr seit einer halben Stunde aufs Klo. Ja, gut. Gut, liebe Leute. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr noch so zahlreich da wart. Und ja, sobald es was zur Xbox gibt, würde ich sagen, ziehen wir uns auch nochmal gemeinsam rein. Yay. Dass wir darüber auch noch lästern können. Und ich frage mich ja endlich, wann vom PC die zweite Variante kommt, ja? PC 2. Ja, ich warte seit 40 Jahren drauf, Alter. Immer nur neue Specs, aber keine neuen Generationen am PC. Und vergesst nicht, meine Hoffnung liegt immer noch in der Sega... Dreamcast 2. Sega Dreamcast. Ja. Stimmt, für die Sega Dreamcast soll rauskommen. Ja, die zweite Variante. Oder wir müssen einfach mal Sega-Besuch abstatten. Sega. Wie sieht's denn mit einer neuen Konsole aus? Wenn ihr den blauen Igel auf Koks fangt, dann kriegt ihr sie, ne? Aber gut. Ja, der Podcast wird auch auf YouTube hochgeladen. Yeah. Wenn ihr Fragen für den nächsten habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Oder Themenvorschläge. Genau, Themenvorschläge. Wer ist als nächstes? Warte mal, wer ist eigentlich in unserer Liste als nächstes dran mit Podcast-Thema vorschlagen? Heute war es ich ja. Liste. Flo. Ja. Flo, ja, in der. Ja, wann war es? Die Reihenfolge, wie sie in unserem Wochenplan steht, in der Reihenfolge muss werden Themen besprochen. Tja, Flo, also. Stellt dem Flo ein paar unangenehme Fragen, wir werden sie nicht beantworten. Das ist jetzt seine Themenwoche dann. Also ich habe jetzt heute jetzt meine Barbiepuppen Sexspielzeug sammeln. Oh Gott, kann ich noch gehen? Ja. Kommt ist erst nächsten Sonntag. Genau. Thomas muss Kameramann sein. Nee. Thomas, fall nicht drauf rein, der will dich bloß in echt sehen. Verdammt. Ja. Der große For You-Auflösungsstream. Thomas revealed. Das wär's doch. Die Xbox-Konsole, dieser Kasten. Ja, und drunter ist dann der Thomas. Ja, dann kommen dann meine ganze Community kommt dann vorbei, nur um mich mal zu sehen. Und geht dann wieder, weil sie dich gesehen hat, Thomas. Das hatten wir am Anfang. Und dann ist nichts mehr los auf dem Kanal. Toll. Ja. Die abonnieren ja alle auch nur, weil sie mal hoffen, dass man den Thomas irgendwann sieht. Ja. Wahrscheinlich. Aber gut. Der macht die German Let's Play. Vielleicht ist er German Let's Play. Nur als Sachse. Wow. Und er ist halt. Sehr gut bin ich ein Schauspieler, oder? Muss ich enttäuschen. Sag, du bist die sächsische Variante. Du kannst dir nicht mal eine Maske leisten, weil du in Sachsen so wenig Geld. Genau, ich kann mir nicht mal eine Maske leisten, deswegen zeige ich mich nicht so. Ja, armer Stuhl. Warum liegt da ein Stroh rum? Stroh? Ja. Eine Maskenpflicht macht für mich nur Sinn, wenn auch eine Strohpflicht besteht. Ach, eine Strohpflicht? Okay. Ich hätte gern auch ein bisschen rum. Nee, der geht nach hinten los, egal. Auch Stroh rum. Na gut, also jetzt beenden wir den ganzen Quatsch hier. Tschüss, ganz kurz, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut bei MMOGA vorbei oder in unserem Fanshop. Die Links dazu unten in den Panels direkt unter diesem Livestream. Schnickety-Time. Genau. Tschüss. Schnickety-Time.